Mein Name ist Bernd Löb, ich bin der Hausherr und freue mich über ein volles Theater. Wenn wir gewusst hätten, dass so viele Menschen kommen oder geahnt hätten, selbst die eigentlichen Veranstalter sind überrascht, dann hätten wir versucht, in den großen Saal zu kommen. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Auf der anderen Seite sehen Sie die Symbole des sogenannten Bösen ja um uns. Also wir sind ja übers Jahr hin umzingelt von einer Machtzentrale der EZB, der Deutschen Bank und vielen anderen Institutionen. Die Frage, wie viel Macht haben die Kollegen da überhaupt noch oder sind sie selber Spielball einer Entwicklung geworden? Die Frankfurter Bürgeruniversität wird ein ganzes Semester lang sich mit dem Thema Finanzkrise beschäftigen und wird, wie ich heute Abend sehe, doch auf regen Zuspruch stoßen. Vor 25 Jahren, heute am selben Tag, ist dieses Haus abgebrannt. Wir haben es also heute mit einem anderen Flächenbrand, mit eher einem Flächenbrand zu tun, als mit so einem Ereignis in einer Nacht. Und ich übergebe gern das Wort an Herrn Oberbürgermeister Peter Feldmann und an Manfred Köhler, der später dann auch die Leitung dieser Podiumsdiskussion leiten wird. Dankeschön. Ja, ich kann das auch, glaube ich, direkt dann von hier aus machen. Sehr geehrter Herr Vizepräsident der Goethe-Uni, Herr Professor Lutz Bachmann, sehr geehrter Herr Blatthaus, sehr geehrter Herr Löbe, meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich müssten wir andersrum schauen und dann hätten wir das, weshalb es unter anderem diese Veranstaltung gibt, nämlich den Anlass, der nicht nur diese wunderbare Veranstaltungsreihe der Uni ist, sondern auch das Eurozeichen direkt vor Augen. Das heißt, wir sitzen sozusagen und gucken jetzt uns an. Aber die Idee war ja auch klar, die Frage zu beantworten, ist es sinnvoll, auch außerhalb von Zelten zu diskutieren? Und wir haben diese Frage mit Ja beantwortet. Wir haben gesagt, als Stadt ist es gut, diese Diskussion zu machen, aber es ist gut, angesichts nicht nur von der kalten Jahreszeit, sondern sehr klar, auch weil es ein Politikum ist und nicht um die Frage von Hygiene, Umgang mit Sinti und Roma weiter zu diskutieren, sondern das, was Sie und andere auch immer wieder gesagt haben, uns geht es um die Inhalte, auch dann einzulösen als Versprechen. Und dass es diese Veranstaltung gibt, dass es die gesamte Reihe gibt in Zusammenarbeit mit der Universität, ist auch eine Einlösung eines Versprechens, dass wir gesagt haben, diese Diskussion hört nicht auf, sie gehört zu Frankfurt. Ich möchte kurz beginnen vielleicht mit einer kleinen biografischen Geschichte, wie mein Thema oder mein Zugang zu dem Thema ist. Ich habe selbst als Kind erlebt in meinem Stadtteil, dass wenn mein Vater ein Familiendokument beglaubigen wollte, dann ist man zu seiner Bank des Vertrauens gegangen. Man hat dort die entsprechende Kopie vorgelegt, dann war da ein Bankbeamter, der hat sich das Dokument angeschaut und hat geschaut, ob das passt. Und wenn der irgendwie unsicher war, ob das mit den Feldmanns alles richtig zugeht und seriös ist, dann hat er den, wenn er sich nicht sicher war, dann hat er einen Oberbeamten geholt. Das ist das, was man heute einen Filialleiter nennt. Und der hat dann sich das kritisch angeguckt und hat dann so einen Haken dran gemacht und dann gab es den Stempel obendrauf. Das war die Zeit der 60er, der 70er. Das ist nicht zurückzuholen. Aber was wir heute haben, was ich als Vertrauenskrise bezeichnen würde, drückt sich auch sehr massiv an. Wenn der gleiche Herr in dem Alter meines Vaters damals heute zur Bank gehen würde, kann es ihm durchaus passieren, und es ist leider auch bei öffentlich-rechtlichen Instituten passiert, dass er ein dickes Buch über den Tresen rübergereicht bekommt mit einem kleinen Formular hinten dran. Und da kann er ankreuzen, welche Risikoklasse er sich selbst einordnen würde. Und er soll dann unten nochmal unterschreiben, dass er die Bank von jeglichen Haftungsrisiken freistellt. Das ist die Realität heute. Das heißt, wir sind auf die andere Seite des Extrems gerutscht. Und dass das Pendel so weit ausgeschlagen ist, denke ich, hat auch mit dazu geführt, dass in dieser Diskussion, in dieser Stadt sich nicht nur wir, sondern auch alle beteiligen. Aber es ist auch der richtige Ort für diese Diskussion, weil in welcher Stadt sonst ist Finanzpolitik, ist auch das Umgehen mit Finanzpolitik so stark verwurzelt wie in dieser Stadt, wo ich übertreibe es ein bisschen, um es deutlich zu machen, fast jedes kleine Kind mit diesem Thema aufwächst. Wir haben heute am Fuße der EZB, deshalb möchte ich nochmal hier ausdrücklich den Hausherrn
Löbe und auch Resedang die Möglichkeit, diese Diskussion fortzusetzen. Sie wird aber nicht mit heute abgeschlossen sein, sondern sie zieht sich in die Stadtteile, wie es auch mir sehr wichtig ist, dass es eben keine Zentraldiskussion ist, sondern auch für diejenigen, die vielleicht aufgrund ihres Unwillens in die Innenstadt zu fahren, sondern im Stadtteil sich verwurzelt würden, auch als gerade als ältere Menschen diese Möglichkeit, in den Stadtteilen das zu diskutieren. Es gilt, Orte zu finden, meine Damen und Herren, wo die Menschen sich begeistern für diese Diskussion, weil unsere Stadt davon lebt. Das Feuilleton der FAZ ist hierfür ein wichtiger Ort. Deshalb freue ich mich sehr, dass die FAZ als Mitveranstalter, auch als Mitmoderatoren hier auftreten, auch in der Form eben des stellvertretenden Feuilletonsleiters, wie ich es hier aufgeschrieben habe, und auch von Manfred Köhler, der seit Jahren diese Diskussion auch im Wirtschaftsteil der FAZ auf der Lokalseite des Wirtschaftsteils, auch das gibt es nur bei der FAZ in Frankfurt, mitorganisiert und durchführt. Ich war noch kein Oberbürgermeister und konnte am 15. August 2011 einen sehr spannenden Artikel in der FAZ lesen, wo mir dann als recht gemütlichen Sonntags-FAZ-Leser fast das Brötchen kurz stecken geblieben ist. Und zwar war da ein Artikel zu sehen, verfasst von einem Herrn Schirmacher, das ist glaube ich Ihr Chef, unter der Überschrift "Ich beginne zu glauben, dass die Linke Recht hat". Ich zitiere, die Stärke der Analyse der Linken, zitiert er wieder die erzkonservative Telegraph, liegt darin, dass sie verstanden haben, wie die Mächtigen sich liberal-konservativer Sprache als Tarnumhang bedient haben, um sich ihre Vorteile zu sichern. Und er fährt fort, Globalisierung zum Beispiel sollte ursprünglich nichts anderes bedeuten als weltweit freier Handel. Jetzt ist es anders. Jetzt heißt es, dass Banken die Gewinne internationalen Erfolges an sich reißen und die Verluste auf jeden Steuerzahler in jeder Nation verteilen. Er fährt fort, die Banken kommen nur noch in Anführungszeichen nach Hause, wenn sie kein Geld mehr haben. Dann geben unsere Regierungen ihnen Neues. Starke Worte mitten in der FAZ. Man könnte die Frage aber auch anders zuspitzen. Brauchen wir eine marktkonforme Demokratie oder einen demokratiekonformen Markt? Meine Damen und Herren, wenn Banken, wie ich es eben zitiert habe, nach Hause kommen, dann kommen sie üblicherweise nach Frankfurt. Und das sind nicht wenige, es sind Hunderte, die sich hier niedergelassen haben. Und wir wissen alles, ein offenes Geheimnis, wir profitieren alle davon. Hier in dieser Stadt zahlen sie uns Steuern, sie zahlen die höchsten Gewerbesteuern. Und wie ich es eben gesagt habe, jedes Kind weiß, auch dass ein Kindergartenplatz in dieser Stadt, dass die Schulausstattung, dass das, was wir im Bereich Sozialarbeit machen, auch von diesen Steuerzahlern, sie sind meistens die höchsten Gewerbesteuerzahler, mitfinanziert wird und zwar zu einem erheblichen Teil. Aber um das Ganze auch ein bisschen in eine Dimension zu rücken, möchte ich nicht nur über die Frankfurter, wir haben da natürlich sehr lokalpatriotische und sehr direkte, unmittelbar auch Abhängigkeiten in diesem Bereich, sondern auch die nationale, internationale Dimension zumindest nicht unerwähnt lassen. Zwischen 2008 und 2010, zwischen 2008 und 2010 haben europäische Regierungen 1,6 Billionen Euro zur Rettung des Bankensektors garantiert und 400 Milliarden bezahlt. Im Vergleich, der gesamte Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland, das geht also von Verkehr über Soziales, über Kultur, Bildung, durch das komplette Programm, der gesamte Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland hat demgegenüber einen Umfang von 302 Milliarden. Zum Vergleich, dass Sie auch eine Idee haben von den Dimensionen, um die es geht, der große Durchbruch jetzt bei den Koalitionsgesprächen Berlin, also 750 Millionen, also nicht Milliarden, Millionen für Verkehrsprojekte, die Abschaffung der 10 Euro Praxisgebühr, die Einführung eines Betreuungsgeldes, das kostet zusammen 2 Milliarden.
alles, worum wir uns streiten, ist auf der einen Seite 2 Milliarden, auf der anderen Seite geht es um diese 1,6 Billionen, von denen 400 Milliarden ausgezahlt wurden. Wenn es denn darauf ankommt, weiß jeder hier in diesem Saal, wofür ich stehe. Und dass es so kommt, hoffe ich nicht. Wir wissen in Frankfurt, Geld ist hier in dieser Stadt vor allem für Kitas und Krabbelstuben wesentlich besser angelegt. Manche ja sagen, wir müssten das den Menschen irgendwie besser erklären. Manche sagen auch ja, wir müssen verstehen, das hat miteinander nichts zu tun. Manche sagen auch, das ist populistisch, die 400 Milliarden direkte Rekapitalisierung der Banken gegen fehlende Mittel in Bildung, Forschung oder für die Pflege älterer Menschen aufzurechnen. Aber ich frage Sie, stimmt das? Meine Damen und Herren, der Diskurs, die Diskussion, die Auseinandersetzung fällt in zwei Teile inzwischen auseinander. Einerseits scheint alles irgendwie seinen üblichen, auch Frankfurter und überhaupt manchmal auch sehr gemütlichen Gang zu gehen. Wir diskutieren über die Verteilung für kommunale Mittel, wir diskutieren über die Möglichkeit des Ausbaus von Kita-Plätzen, wir diskutieren, ob ein Museumsausbau nötig ist oder nicht. Wir haben sogar die Zeit und die Muße, uns mit der Frage auseinanderzusetzen, ob wir vielleicht Eltern künftig Geld geben dafür, dass sie ihre Kinder nicht in eine Kita schicken. Auch diesen Luxus haben wir. Aber auf der anderen Seite spüren wir alle, irgendwo ist etwas ins Schwanken geraten. Ich möchte das beschreiben. Die Maßstäbe sind verrutscht, Gewissheiten sind geschwunden. Zum Beispiel eine Gewissheit, die es immer gab, auch lange, auch in dem führenden Feuilleton dieser Stadt. Zum Beispiel die Gewissheit, der sogenannte freie Markt ist staatlicher Regulierung und Effizienz immer voraus. Diese Grundgewissheit, die es lange gab auf der konservativen Seite, ist etwas stiller geworden. Die zweite Gewissheit, die es gab, die Staatsschulden haben die Finanzkrise maßgeblich verursacht. Scheingewissheit, die Fakten sind. Wie kann das sein, dass in Spanien und Irland vor der Krise eine geringe Staatsverschuldung war als in der Bundesrepublik? Mich wundert es sehr, dass nun alle von einer Staatsschuldenkrise sprechen. Und die Frage sei doch mit Verlaub auch dann gestattet, was hat denn diese Staatsschuldenkrise maßgeblich verursacht? In wessen Interesse liegt es, dass wir nicht mehr von der Krise des Finanzmarktes sprechen, sondern ausschließlich und zwar nur noch von der Verschuldung der öffentlichen Haushalte? Ein Zitat von Rousseau sagt, zwischen dem Schwachen und dem Starken ist es die Freiheit, die unterdrückt, und das Gesetz, das befreit. Mir scheint, meine Damen und Herren, die Staaten gehören zu den Schwachen. Die Finanzmärkte haben sich zu den Staaten entwickelt. Und es sind nicht nur die Akteure des Finanzmarktes, sondern viele auch innerhalb dieser Strukturen, die selbst von den Auswirkungen der Krise betroffen sind. Wobei Akteure immer ein sehr großes Wort ist für diejenigen, die oft einfach als Arbeitnehmer agieren. Arbeitnehmer der Finanzwirtschaft, auch hier in Frankfurt, sie erfahren nun, sie merken am eigenen Leib, dass ihre Arbeitsplätze in Gefahr sind. Aufgerufen werden bei der Commerzbank 2000 Arbeitsplätze, bei den kleineren Instituten im höheren dreistelligen Bereich Arbeitsplätze und bei der Deutschen Bank 4000 Arbeitsplätze. Und die Legende hält sich, dass in einigen Finanzinstituten ist vor gar nicht langer Zeit es überraschend war für den einen oder anderen, dass in dem Casino oder der Cafeteria sich Menschen auf den Tisch gestellt haben mit einem Megafon und die Wahl eines Betriebsrates ausgerufen haben. Auch das ist in dieser Stadt möglich. Als der letzte Bankenstreik war, bin ich in der Bockenheimer Landstraße in eine Demonstration reingefahren mit vielen roten Fahnen, weiß unterlegt. Und da stand Verdi drauf und darunter stand eine ganze Menge, vor allem Männer mit dunkelblauen Anzügen, dunkelgrauen Anzügen, die mich überrascht haben, dass sie mit diesen Fahnen auf die Straße gegangen sind. Aber auch da kann ich nur sagen, passiert etwas in den Köpfen. Mit Ihnen komme ich oft ins Gespräch. Sie sind für mich oft die besten Ratgeber in diesem sehr kontroversen und sehr harten Diskurs. Sie wissen, was drinnen läuft. Und ich treffe auf wache, auch auf kritische Menschen, die reflektiert sind,
und die sehr genau wissen, was die systemischen Verfehlungen auch ihrer Strukturen sind. Ich begreife auch diese Menschen als Verbündete für die dringende Regulierung des Finanzmarktes, weil sie wissen, dass es am Ende, wenn es schief geht, auch sie und ihre Familien treffen wird. Meine Damen und Herren, ein funktionierender Geld- und Kapitalfluss ist für das Funktionieren einer komplexen Volkswirtschaft eine Grundvoraussetzung. Und keiner in dieser Gesellschaft diskutiert über die ordentliche Kaufmannsrendite. Aber was hier zu diskutieren ist, ist die Frage, ist es das noch oder geht es nicht in der Tat um Zockerei, Absahen und auch, was man früher Wucher nannte. Um zum Bild zu bleiben, eine Blutvergiftung kann sich Frankfurt auch ökonomisch, auch für seine soziale Infrastruktur, für diesen Bereich nicht leisten. Wir müssen uns einmischen, es geht auch um uns, es geht um die Zukunft unserer Kinder. Wir können uns auch nicht leisten, weiter tatenlos zuzusehen, wie sich aus meiner Sicht schon die nächste Blutvergiftung ankündigt, weil viele machen einfach so weiter wie bisher. Deshalb ist die Frage richtig, und sie ist berechtigt, ob sich unsere Demokratie tatsächlich im Würgegriff der Finanzmärkte befindet. Und das ist auch eine Schicksalsfrage für unsere Nation und nicht nur für diese. Und das Hohnlachen, das abfällige Bemerken über die Menschen im europäischen Süden bleibt mir meistens inzwischen im Halse stecken, weil ich weiß, dass sie unter ähnlichen Strukturen leiden und im Augenblick viel mehr auszuhalten haben als wir. Ich möchte Ihnen danken für die Einladung, freue mich auf die Diskussion und hoffe auf eine hoffentliche intensive Diskussion und bitte schon um Nachsicht, dass ich um kurz vor 19 eine andere Veranstaltung muss, die ich sehr lange angekündigt habe mit den Kollegen aus dem türkischen Bereich, wo wir heute ein neues Projekt starten und die auch eine gewisse Erwartungshaltung haben an Ihren Oberbürgermeister. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war eine etwas länger geratene Begrüßung durch den Oberbürgermeister. Ich darf es dafür kürzer machen. Ich darf Sie aber, lieber Herr Feldmann, zunächst sehr herzlich begrüßen und Sie alle, wie Sie gekommen sind. Matthias Lutz-Bachmann ist mein Name, Goethe-Universität. Ich bin einer der Vizepräsidenten, vertrete heute hier den Präsidenten, der ebenfalls einen wichtigen anderen Termin hat. Wir sind sehr froh, dass Sie heute hier sind. Es ist das Anliegen der Goethe-Universität, nicht nur in Forschung und Lehre auf unseren Campi stark zu sein, sondern auch in dieser Stadt, in dieser Gesellschaft präsent zu sein mit dem, was hier heute Abend beginnt, eine im Wintersemester 2012-13 wieder angesetzte sogenannte Bürgeruniversität. Dieser Abend ist der Auftakt dazu. Es gibt 6 weitere Abende in der Evangelischen Stadtakademie. Sie kennen das Programm. Ich darf Sie auch dazu ganz herzlich einladen und danke dem Hausherrn und Herrn Löbe und der FAZ für die Unterstützung dieser Veranstaltung. Ich wünsche uns, Ihnen allen, einen spannenden Abend. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Ich bin hier, um meinen Herausgeber Frank Schirmacher zu vertreten. Ersetzen kann ich ihn selbstverständlich nicht. Sie müssen mir glauben, dass er tatsächlich dadurch verhindert worden ist, dass er sich just heute Abend in einem Gremium, an dem er nur beim besten Willen nicht teilnehmen konnte, mit dem auseinanderzusetzen hat, was unser heutiges Thema ist. Er grüßt Sie sehr herzlich, bittet sehr um Entschuldigung, dass er daran nicht teilnehmen kann. Es hat sich wirklich erst kurz vor dem Wochenende für ihn so ergeben. Das ist im Endeffekt aber gar keine so unglückliche Fügung, denn das Interessante ist ja, dass Herr Feldmann gerade einen Artikel von Herrn Schirmacher zitiert hat, den er im Sommer dieses Jahres verfasst hat, der große Aufmerksamkeit gefunden hat. Und ich kann Ihnen zumindest sehr glaubhaft versichern, dass sich an seiner Position seit damals eigentlich nichts verändert hat. Das heißt, im Großen und Ganzen haben wir das, was Herr Schirmacher Ihnen heute hier erzählt hätte, in Nuze vom Oberbürgermeister gerade eben schon vorgestellt bekommen. Und dementsprechend ist meine Aufgabe leicht, denn ich kann in gewisser Weise daran anknüpfen und auch da habe ich eine wunderbare Vorlage bekommen. Denn in der Tat ist etwas, worüber wir gerade im Feuilleton mit unserer zugegebenerweise etwas aparten Einstellung zu Phänomenen wie der Finanzkrise immer wieder diskutieren, ist die Frage, warum hat sich die Wahrnehmung dermaßen von dem, was wirklich das Problem darstellt, nämlich tatsächlich die Finanzkrise,
verlagert auf das, was heute die Schuldenkrise ist. Es knüpft also unmittelbar daran an, was Herr Feldmann eben als Problem dargestellt hat. Und ich möchte Ihnen in gewisser Weise versuchen, die Überlegungen, die wir tatsächlich mittlerweile fast täglich in unseren Konferenzen zu diesem Thema anstellen, weil wir das Gefühl haben, dass es tatsächlich nicht mehr nur den Ökonomen überlassen werden darf, wie man darüber redet, sondern dass auch wieder ein bisschen normaler oder vielleicht auch feuilletonistischer Menschenverstand in diese Sache eingehen kann. Das werde ich versuchen, Ihnen vorzustellen. Und Sie müssen mir natürlich wiederum auch nachsehen, dass ich weniger normalen als feuilletonistischen Menschenverstand walten lasse. Und ich hoffe, dass ich diesbezüglich nicht zu abgedreht argumentieren werde, sodass Sie ungefähr zumindest nachvollziehen können, was uns an dieser Frage so immens interessiert. Und deshalb möchte ich beginnen mit einem ganz typischen feuilletonistischen Verfahren. Wir versuchen, Dinge verständlich zu machen durch Vergleichen. Und es ist ja Humbug, wenn man behauptet, die Finanzkrise von 2008 hätte diese Welt wie ein Blitzschlag getroffen, weil man überhaupt keine Kriterien dafür gehabt hätte, was da gerade mit uns passiert und dass man nicht hätte gewarnt sein können vor dem, was uns widerfahren ist. Ich habe darum einen etwas größeren Versuch jetzt in der kurzen Vorbereitungszeit, die mir gegeben war, gestartet und eine andere Finanzkrise zum Vergleich herangezogen. Das ist kein sehr origineller Fund von mir. Der Versuch ist in der Tat schon 2008 zwei, dreimal gemacht worden. Es geht um die große Finanzkrise von 1931, die das Bankensystem damals des Deutschen Reiches schwer erschüttert hat. Die Ausgriff auf die Vereinigten Staaten, auf andere europäische Staaten, die zu großen Bankenkrisen und zu großen Bankenverstaatlichungen geführt hat, die im Endeffekt einen sehr, sehr ähnlichen Verlauf genommen hat zu dem, was wir 2008 erlebt haben. Nur natürlich kann man das nicht gleichsetzen. Und was mich daran interessiert, sind gewisse Parallelführungen, die möglich sind und eben darüber hinaus auch wiederum bestimmte Unterschiede, die aber erst klar machen, warum eigentlich das hier so erstaunt geblieben sind, der eigentliche Skandal dieser ganzen Sache ist. Und deshalb beginne ich mit einer Binsenweisheit, nämlich dem Satz, nachher ist man immer klüger. Der ist, das wissen Sie alle, so wahr wie banal. Und es ist auch ein beliebtes Totschlagargument gegen jegliche Form von historischer Analyse, die es sich zur Aufgabe macht, den Weg zu einem Ereignis zu rekonstruieren, um daraus vielleicht Schlüsse für die Zukunft abzuleiten. Nun ist es zweifellos so, dass nach der internationalen Finanzkrise des Jahres 2008 die Zahl der Propheten, die alles vorausgesehen haben wollten, ins Unermessliche gestiegen ist. 2008 am 15. September brachen Lehman Brothers zusammen. Es gab durchaus warnende Stimmen und sie kamen vorwiegend von Experten, die über fundierte wirtschaftshistorische Kenntnisse verfügt haben. Denen war es nämlich möglich, den Nachweis von Kettenreaktionen zu erbringen, die nun mal komplexe Systeme und das internationale Finanzsystem, das wissen wir nun alle, ist ein hochkomplexes Geflecht, notwendig hervorbringen müssen, wenn ein Glied beschädigt wird oder gar ausfällt. Und das, so viel können wir auch schon mal sicher sagen, wird auch in Zukunft so sein. Alle Überraschungen über derartige Krise sind geheuchelt. Und doch unterscheidet sich auch jede Krise natürlich von den vorherigen. Was neu war an der Krise, an die wir uns erinnern, der von 2008, das waren die innovativen Finanzinstrumente, ein wunderbarer Euphemismus, deren sorglose Vervielfältigung und gebündelte Weitergabe den Auslöser für den Zusammenbruch des Interbankengeldverkehrs darstellten. Keineswegs neu, aber waren dann die Abläufe, mit denen sich die Krise immer weiter verstärkt hat. Sie gehorchten einer ökonomischen und auch psychologischen Logik, die bei anderen Krisen nicht anders gewesen ist. Dass Kriseninterventionen erfordern, ist eher eine anthropologische Gegebenheit als ökonomische Notwendigkeit. Die reine Lehre möchte die Märkte sich selbst überlassen, bis sie wieder ins Gleichgewicht kommen, doch die dafür nötige Geduld weisen Menschen einmal nicht auf. Deshalb entwickeln nicht nur die Marktteilnehmer, sondern auch Politiker, und das ist ein Vorwurf, den man nun doch gegenüber ihnen erheben muss, als deren Interessenvertreter, also der normalen Menschen, einen mehr oder minder hektischen Aktionismus, um die Folgen einer Krise zu mildern, wenn nicht gar korrigieren zu wollen. Was der Vergleich der Krisen von 1931 und 2008 vor allem lehrt, ist die Getriebenheit solcher Interventionen. Was sich besonders lohnt zu prüfen, ist dabei, warum die Sicherungen des Systems jeweils versagt haben und weshalb dessen unmittelbare Akteure dabei so hilflos erscheinen. Die Ereignisse von 1931 wie 2008 sind in der öffentlichen Wahrnehmung eine gewisse Zeit lang, und es ist interessant, dass es umgeschlagen ist, eigentlich Triumphe der Politik gewesen. Denn die Politik hat sich plötzlich zum Retter der Banken erklärt, zum Lender of Last Resort, wie der Fachbegriff dafür heißt, die letzte Instanz, die überhaupt noch über Geld für einen Markt verfügt. Und das ist eigentlich natürlich eine den Zentralbanken zugedachte Rolle gewesen. Und damit hat die Politik es tatsächlich geschafft, ein Gefüge wieder zu stabilisieren, in dem die Grundvoraussetzung, nämlich das gegenseitige Vertrauen, nicht mehr gewährleistet war.
Wenn der preußische Finanzminister David Hansemann in der Mitte des 19. Jahrhunderts einen sehr berühmten Satz geprägt hat, nämlich bei Geld hört die Freundschaft auf, so gilt das allemal auch noch heute. In der Bankenkrise ist sich jedes Institut erst einmal selbst am nächsten gewesen und die politischen Maßnahmen fielen notwendigerweise unfair gegenüber einzelnen Banken aus, weil man ja nicht unbesehen alle stützen konnte. Auch das belegt übrigens der Vergleich von 1931 und 2008. Es wurden einige Banken gerettet und andere wiederum nicht. Die Krisen haben jeweils deutlich früher begonnen, als es ihre Verbindung mit diesen konkreten Jahreszahlen 1931 und 2008 suggeriert. Aber die Vorzeichen wurden eben lange nicht als solche wahrgenommen. Es brauchte erst den unmittelbar sichtbaren, spektakulären Akt. Das war die Schließung der deutschen Bankschalter durch die Reichsregierung im Juli 1931 und das war die Pleite von Lehman Brothers im September 2008, um diesen Ernst der Lage zu erkennen, obwohl die Lage auch schon vorher verzweifelt gewesen ist. Und gleichfalls sind beide Krisen auch schon in dem Jahr, das man ihnen verbindet, eigentlich für sich genommen zu Ende gegangen. Für 2008 lohnt es sich kaum, das nachzuweisen, denn es ist in den meisten Staaten immer noch ganz offensichtlich. Wir haben es mittlerweile mit anderen Problemen zu tun, die witzigerweise gesteigert worden sind, aber die verlagert wurden. Den Banken geht es überhaupt nicht mehr schlecht, sondern es sind mittlerweile Probleme verlagert worden, mit denen wir uns herumzuschlagen haben. Die Krise selbst ist eine andere, die wir haben. Sie hat nur die Ursache in dieser Krise, über die ich rede. Und im anderen Fall, dem von 1931, muss man nur das Beispiel der Vereinigten Staaten betrachten. Dort erreichte die Bankenkrise ihren Höhepunkt, nämlich erst 1933, ehe dann ein sehr berühmtes Gesetz, der Glass-Steagall-Akt, die institutionelle Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken festschrieb. Und das war witzigerweise genau die Maßnahme, die 75 Jahre später zum absoluten Desaster von 2008 geführt hat. Pikanterweise war es nämlich just jene damals als zentrale rettende Maßnahme der amerikanischen Regierung, die dann 2008 uns so furchtbar vor die Füße gefallen ist, weil es eben so etwas wie Investmentbanken ohne die Universalbankeneinbindung, die wir in Europa dankenswerterweise, muss man in diesem Fall sagen, gehabt haben, festgeschrieben hat. Die dortigen Investmentbanken, die amerikanischen, mussten in der Folge, auch das ein interessantes Resultat der Krise von 2008, ihren bisherigen Status aufgeben, um nun auch jener Aufsicht unterworfen zu werden, wie sie eben für Geschäftsbanken dort schon die ganze Zeit üblich gewesen ist. Das war zwar schon seit 1999 möglich, woran man auch wieder sieht, dass das Problem der Investmentbanken schon 9 Jahre vorher erkannt worden ist, aber selbstverständlich haben sich die wenigsten damals an dieser Möglichkeit orientiert, weil man viel leichter Geld verdienen konnte, wenn man sich nicht in scharfen Kontrollen unterworfen hat, die normalen Geschäftsbanken gegenüber von der amerikanischen Regierung auferlegt wurden. Man blieb Investmentbank und war damit weitgehend den Kontrollen entzogen. Was der amerikanische Gesetzgeber 1933 angeregt hatte, wurde also 75 Jahre später dann durch den Druck der Ereignisse wieder beseitigt. Das zeigt vielleicht doch eine Art von höherer Vernunft der Ökonomie. Nur wer von uns hat Lust, 75 Jahre auf solche Korrekturen zu warten? Ob die neue oder besser, wenn man die Regelung vor 1933 heranzieht, ganz alte amerikanische Praxis weniger krisenanfällig sein wird, das kann natürlich auch wieder nur die Zukunft weisen. Doch in die Überlegungen zur Rückkehr der amerikanischen Banken zum kontinentaleuropäischen Modell, nämlich der größeren Verantwortlichkeit und auch durchaus wieder des Universalbankensystems, ist erfreulicherweise wenigstens die historische Erfahrung von beiden Krisen mittlerweile mit eingeflossen. Wichtig ist dabei für mich vor allem die Feststellung, dass 2008 ein wesentlich ausgeprägteres Spekulationsverhalten, speziell dieser amerikanischen Investmentbanken, krisenwirksam geworden ist, während die meisten Kreditinstitute im Jahr 1931 mit Forderungsausfällen konfrontiert waren, durch die Wirtschaftskrisen in den Jahren zuvor. Die haben traditionelle Geschäftsbereiche betroffen, auf denen lang erprobte und durchaus als sicher geltende Geflogenheiten galten. Neuartige Finanzinstrumente spielten 1931 überhaupt keine Rolle, während wiederum nach gegenwärtigem Wissensstand 2008 keine kriminellen Manipulationen vorgelegen haben, wie es 1931 teilweise der Fall war. Dafür war es, fürchte ich ganz offen gestanden, einfach Dreistigkeit und Gewinnsucht, die uns 2008 in die Krise auf ganz legale Weise hereingeritten hat. Gleichfalls vollkommen unterschiedlich waren die globalen Interdependenzen. Die Krise von 1931 hatte in den verschiedenen Staaten jeweils andere Ausprägungen und es gab kaum grenzübergreifende Effekte. Man müsste daher eher von einer dichten Abfolge nationaler Erschütterungen der Bankensysteme sprechen, als von einer internationalen Krise. Das war 2008, das wissen wir alle, ganz anders. Und es waren in der Folge vor allem die europäischen Kreditinstitute und Staaten, die für die ungezügelte Spekulationsbereitschaft der amerikanischen Banken eintreten mussten. Kein Problem, bin in 2 Sätzen fertig. Und doch sind es letztlich auch im Jahr 2008 wieder nationale Maßnahmen gewesen, die natürlich international ganz eng aufeinander abgestimmt waren, mit denen man die Krise wieder unter Kontrolle bekam. Und darin beweist das Finanzsystem eine ungebrochene Kontinuität zu seiner Vergangenheit
die den Maximen der behaupteten Globalisierung hohn spricht. Denn wo zuvor Risiken durchaus erfolgreich globalisiert worden waren, galt das gerade für die Rettungsprogramme nicht. Und damit sind wir bei dem Punkt, wo der Umschlag stattgefunden hat, zu dem, was Herr Feldmann eben tatsächlich gesagt hat. Wir haben die große Krise deshalb, weil die hohen Kreditkosten, die durch das mangelnde Vertrauen, was die Banken gegenüber sich selbst aufgezeigt haben, jetzt umschlagen auf die Finanzierung unserer Staaten, daher die höheren Verschuldungen der südeuropäischen Staaten seit 2008, der immense Anstieg des Schuldenwachstums. Und worüber wir tatsächlich reden müssen, ist die Verträglichkeit eines Ökonomiesystems, das nun per se nicht auf Vertrauen gegründet ist. Sie müssen sich nur die Begriffsgeschichte ansehen. Ökonomie ist Haushaltslehre. Das heißt, da ist der Einzelne, steht im Mittelpunkt dessen, wie gewirtschaftet wird. Politik dagegen, Demokratie, die Krise der Demokratie, über die wir reden, beruht auf dem Demos, der Herrschaft des Volkes, und das ist notwendigerweise auf Gemeinsamkeit gegründet. In meinen Augen gibt es in der Tat keine Möglichkeit der Übereinstimmung der reinen Lehre der Demokratie mit der reinen Lehre nicht nur des Kapitalismus, sondern auch des Sozialismus. Wir hatten in gewisser Weise das Glück, muss man sagen, bei allen Nachteilen, die es hatte, dass wir bis 1989 eine Art Systemkonkurrenz vor uns hatten, die weder die eine noch die andere Lehre in ihrer reinen Form überhaupt propagierbar machte. Beide Blöcke mussten Zugeständnisse zueinander machen, damit sie überhaupt überzeugend wirken konnten. Seit 1989 ist die Systemkonkurrenz weggefallen. Ein großer Triumph für den Kapitalismus. Dementsprechend rein wird er heutzutage vertreten. Ich glaube nicht, dass der Kapitalismus in seiner reinen Form mit der Demokratie vereinbar ist. Die Frage ist, was von beidem ist uns wichtiger? Ich bin ziemlich sicher, dass die meisten von uns sagen werden, bitte dann doch die Demokratie, wie das miteinander in Übereinstimmung zu bringen ist und welche Zugeständnisse der Kapitalismus dafür machen muss, das ist das, worüber ich mich freuen würde, wenn wir heute Abend mit Ihnen diskutieren könnten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, für diesen Impulsvortrag. Sie bleiben weiter in der fürsorglichen Betreuung der Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Manfred Köhler, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ im Regionalteil der Rhein-Main-Zeitung. Und ich möchte Ihnen nach und nach jetzt den Teil des Podiums vorstellen, der noch nicht die Gelegenheit hatte, das Wort zu ergreifen. Wir haben ja schon hier vorne die ganze Zeit gesessen, gesehen haben Sie uns schon, aber Sie werden uns jetzt auch hören. Es gibt Podiumsdiskussionen, wo man kleine Fragen erörtert, es gibt Podiumsdiskussionen, wo man große Fragen erörtert, und ich glaube, das heute Abend könnte man einfach so sagen, wir wollen alles erörtern. Wir wollen sprechen über die Krise des Kapitalismus, über die Krise der Demokratie, und als ob das noch nicht genug wäre, möchte ich es gern noch erweitern und die Wörter noch einmal anders zusammensetzen. Vielleicht kommen wir auch noch dazu, darüber zu sprechen, ob es denn auch eine Krise der Kapitalismuskritik gibt. Denn wir wollen natürlich uns auch mit der Frage befassen, wenn das, was alles jetzt ist, nicht gut ist, was ist denn dann die Alternative? Ich begrüße zunächst, und wir machen das jetzt in alphabetischer Reihenfolge, so haben wir uns hier hingesetzt, dank einer wohlwollenden Regie, neben mir Herrn Erik Buhn von Occupy Frankfurt. Sie sind einer derjenigen, die im Sommer hier noch draußen im Zeltlager gewesen sind. Auch im Winter. Auch im Winter. Ein Ehrenapplaus dafür, dass Sie das auf sich genommen haben. Im Moment ist draußen aber gar nichts mehr zu sehen. Ist die große Zeit von Occupy vorbei? Wir sprechen ja drüber und wir sind noch da. Dass jetzt gerade nichts zu sehen ist, liegt daran, dass wir in Verhandlungen mit der Stadt sind, auf dass wir ab Donnerstag was Wetterfestes vor Ort haben. Sollte die Stadt das uns wieder verweigern, unerwarteterweise, werden halt wieder Zelte aufgebaut. Ihr Verhandlungspartner sind zwei Tische weiter, aber wir werden jetzt nicht eine Diskussion über die nächsten Zeltplätze führen. Sie sind hauptberuflich sozusagen Student an der Goethe-Universität, so gehört sich das, wenn Sie heute Abend hier auf dem Podium sitzen. Unter anderem studieren Sie Geschichte, das ist ein schönes Fach. Wie leben Sie? Gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Es gibt auf jeden Fall ein sinnhaftes Leben im Falschen, wenn man versucht, alle Fehler, die man so im Alltag sieht, dann doch irgendwie lösen zu wollen. Und manchmal ist bei minus 19 Grad im Februar vor der EZB campen die sinnvollste Handlung, die man machen kann, um eben ein Zeichen zu setzen. Wo hat jemand von Occupy seine Bankverbindung? Unterschiedlich. Also es gibt verschiedene Ethikbanken und dergleichen. Ich selbst bin bei einer Sparkasse. Wir leben leider in einer Welt oder in einer Gesellschaft, die theoretisch gar nicht mehr ohne Bankensystem auskommen kann, wobei das relativ willkürlich ist.
Ich will aber mal zu dem Thema der Veranstaltung hier kurz kommen, und zwar Krise des Kapitalismus. Also als ich das gehört habe, habe ich beinahe die Krise bekommen, weil langsam das Einzige, was wir haben, ist eine Krise des gesunden Menschenverstandes. Das kann man ganz einfach hier auch in Frankfurt sehen. Also wenn ich mir überlege, wir haben zu wenig Wohnraum, aber ich weiß nicht, wie viele Tausende, Millionen Quadratmeter von leerstehenden Geschäftsflächen. Und es werden weitere gebaut, aber der soziale Wohnungsbau ist irgendwie nicht da. Also irgendwelche Studenten, die hier ankommen, finden keinen bezahlbaren Wohnraum. Und da sieht man, dass eine freie Marktwirtschaft nicht funktioniert. Wir haben hier in Hessen das Problem, dass zu wenig Lehrer da sind, und ganz kreativ muss gelöst werden, wie dann der Unterricht gestaltet wird. Und an der Goethe-Universität ist der Fachbereich Erziehungswissenschaften unterfinanziert. Das kann doch nicht sein. Das ist unlogisch, gesellschaftlich gesagt. Es gibt Verteilprobleme sozusagen. Es ist und immer, es gibt ein Politikversagen bei der Wohnungspolitik. Es ist immer ein Verteilungsproblem. Ja. Nehmen wir mal die Altersarmut, die drohende. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass die Leute jetzt Lebensmittel produzieren, genug produzieren, um alle zu versorgen. Wenn zu wenig produziert wird, haben die Leute, die eine Rente bekommen, so oder so zu wenig Geld, weil zu wenig Lebensmittel da sind und die Preise dann steigen. Wenn genug produziert wird, wird da auch wenig Geld ausreichen. Das heißt, im Endeffekt haben wir, und da möchte ich ganz kurz darauf kommen, wir haben ein Problem, dass wir uns viel zu abhängig gemacht haben im Laufe der letzten 20 Jahre von diesen Finanzmärkten, von den Kapitalmärkten. Denn als ich noch zur Schule ging, wurde mir erzählt, ich lebe in einer sozialen Marktwirtschaft, und Kapitalismus, das passiert anderen Leuten. Und ja, da konnte man Filme in den 90er Jahren sehen, wie trüben der Kapitalismus in den Staaten funktioniert hat, mit allen negativen Sachen, und man hat sich gut gefühlt, dass es hier anders läuft. Und dummerweise haben wir alles Mögliche aufgegeben und immer wieder diese Abhängigkeit vom Kapitalmarkt geschaffen. Gut, also Sie haben das Feld noch weiter aufgespannt, und auch wenn wir gleich keine kommunalpolitische Diskussion führen wollen, will ich zum Thema Wohnungsbau gleich Herrn Oberbürgermeister fragen. Aber ich bleibe jetzt eisern beim Prozedere. In alphabetischer Reihenfolge stelle ich als Nächsten Ihnen vor, Professor Deutschmann, Sozialsoziologe aus Tübingen, extra angereist heute für die Veranstaltung hier aus dieser schönen Stadt. Sie vertreten bei der Ursachenforschung die These, die Hauptursache für die gegenwärtige Finanzkrise sei, dass die privaten Vermögen zu stark gestiegen sind. Wo sind die, wenn nicht bei mir? Ja, also ich will damit nur darauf aufmerksam machen, dass es auch von den Sprachregelungen abhängt, wie wir diese Krise verstehen. Es ist immer von der Schuldenkrise die Rede, also die Schulden sind, staatlichen Schulden, privaten Schulden sind zu hoch, die erdrücken uns. Aber jeder weiß, Schulden sind immer gleichzeitig Vermögen. Also das heißt, Schulden wir immer irgendjemanden, einer juristischen Person, einem Eigentümer. Also das läuft, man könnte genauso gut sagen, es gibt zu viel Vermögen. Woher kommt dieses Vermögen? Das ist aus den ganz verschiedenen Quellen. Also wir haben seit 30 Jahren, beobachten wir ja, kann man in den Statistiken zeigen, OECD-Statistiken, die privaten Finanzvermögen sind weitaus stärker, zwei- oder dreimal, schon im langen Trend, sehr viel stärker gestiegen als die Wirtschaftsleistung. Und wie ist das zustande gekommen? Wie ist es zu diesem enormen Aufbau der Vermögen gekommen, der dann sich am Ende ja nicht mehr als haltbar erwiesen hat? Ja, da müsste man jetzt im Detail diskutieren. Jedenfalls meine These ist, mit normalen Dingen ist das zugegangen. Die normale Vorstellung, also das Kapital wird investiert und da werden tolle Dinge damit gemacht, Innovationen damit finanziert. Also nur dank der kreativen Tricks der Banken, ist es gelungen, diesen Vermögensaufbau Aber in der Tat, Sie weisen ja auf einen ganz interessanten Punkt in Ihren Analysen hin. Die Banken könnten ja nicht Derivate verkaufen, also Produkte, die heute in Verruf geraten sind, wenn es nicht Leute gäbe, die sie bezahlen könnten. Das heißt, es muss Vermögen geben, das nach Anlagemöglichkeiten sucht. Ja. Dieses Vermögen ist erwirtschaftet worden im Kapitalismus. Ja. Das heißt, und Sie sagen, es ist einfach zu viel Vermögen, man könnte auch sagen, zu viel Wohlstand da. Also ich will damit darauf hinweisen, dass wir jetzt nicht nur allein die
das Verhalten der Banken und die Moral. Es geht nicht allein um moralische Kritik, sondern es geht um ein Aggregatproblem. Also das Verhältnis der anlagesuchenden Vermögen insgesamt zu den Investitionsgelegenheiten. Das hat was mit der gesellschaftlichen Verteilung der Vermögen zu tun. Das hat mit den Verteilungsmechanismen zu tun. Und diese Verteilungsmechanismen haben dazu geführt, dass sich eben so ein enormer Bestand an privaten Gesamtvermögen aufgebaut hat. Es gibt zu viel Geld auf der Welt. Irgendwo muss es sein, wenn nicht in unseren Brieftaschen. Auch darüber werden wir noch ein bisschen sprechen. Herr Oberbürgermeister, aber wirklich, tun Sie mir den Gefallen, eine kurze Antwort. Nur bei diesem einen Punkt jetzt, weil wir keine kommunalpolitische Diskussion wollen, nur weil es Herr Buhn einmal gesagt hat, wird noch Büroraum gebaut und warum wandelt man nicht Büroraum in Wohnungen um? Denn das stimmt ja, es fehlt in Frankfurt an Wohnungen einerseits und es stehen Büroräume leer, wenn auch sicherlich nicht hier in Sichtweite, ein bisschen weiter draußen, Niederrad zum Beispiel. Aber wirklich nur kurz, dann gehen wir wieder oft zu den großen Fragen und klären die Zukunft des Kapitalismus. Den kurzen Ausflug in die Kommunalpolitik halten Sie aus. Den halte ich aus. Sie haben es provoziert. Mhm. Also es steht in Frankfurt ein Bestand von 2 Millionen Quadratmetern Büroraum leer. Die Menschen dieser Stadt suchen Wohnungen. Was ist die Konsequenz? Im Osten reißt man Wohnungen ab, weil da zu wenig Menschen sind, die im Westen rübergehen, weil es Leerstände gibt. Das heißt, in Frankfurt, ich schiebe den Ball ein bisschen weiter, muss man mutig sein, darüber nachzudenken, Büroraum abzureißen, weil ein Dach über dem Kopf ist ein Existenzrecht, da gibt es nichts Vergleichbares, da muss man eben auch springen und mutig sein. Wunderbar. Nein, Sie können das Mikrofon behalten. Jetzt komme ich zu den eigentlichen Fragen. Sie haben vorhin einen interessanten Begrüßungsvortrag gehalten. Sie haben schon viel gesagt zum Thema, welche Rolle die Banken für Frankfurt spielen. Das ist das Thema, was man mit einem Oberbürgermeister, denke ich, hier auf dem Podium erörtern darf. Sie haben gesagt, die Banken sind wichtige Gewerbesteuerzahler. Sie stehen für 70.000 Arbeitsplätze, also für ungefähr so viele wie zum Beispiel der Flughafen und für doppelt so viele wie die Frankfurter Industrie. Sie sind jetzt seit einigen Monaten im Amt. Wie sind einfach Ihre persönlichen Kontakte zu den Bankern? Über Begegnungen bei Verdi-Demonstrationen hinaus. Ja, aber das ist immer schon mal ein guter Anfang, weil man spricht über das Gleiche. Mein persönlicher Kontakt ist sehr eng, weil es natürlich auch in meinem Bereich Leute gibt, die mich in den Punkten beraten, also da auch eine strategische Beratung stattfindet. Und mir ist klar, wenn irgendwo auf der Welt irgendein Mensch einen Fernseher anknipst und sieht das Eurozeichen, dann ist das assoziiert mit Frankfurt. Also man saugt das sozusagen mit der Muttermilch in dieser Stadt auf. Und ich habe schon gesagt, jedes Kind hat irgendwie mal was gehört mit den Banken und Finanzen, im Ergebnis natürlich auch mit der Finanzkrise. Und der Kontakt in diesen Bereich rein ist existenziell für diese Stadt, weil das sind auch Bürger unserer Stadt, die auch Ängste haben. Ich habe das vorhin beschrieben und mich macht das sehr nachdenklich und es irritiert mich auch, wenn mich Menschen fragen, die wissen, dass ich früher ein Altenzentrum geleitet habe oder ein Kinder- und Jugendzentrum, ein Ausbildungszentrum, wenn aus dem Bereich mich Menschen fragen, sag mal Peter, was verdient man denn so eigentlich da als Altenzentrumsleiter, die ich eigentlich kenne als überzeugte Investmentbanker. Das heißt, also da passiert was in den Köpfen und ich habe es noch konkreter erlebt hier direkt vor der Tür, wo mich einige Bekannte aus dem Bereich angesprochen haben, die gesagt haben, sie sind da so ein bisschen neugierig, aber sie haben Angst, zu diesem Camp hinzugehen. Sie trauen sich nicht, sie hätten gehört in der Demonstration, da wären Vertreter der Linkspartei, das seien doch so die richtig Radikalen, die wären da rausgeflogen, ja. Und dann habe ich gesagt, entspannt euch, wir gucken uns das mal an. Dann sind wir da hingegangen und das Einzige, was passiert ist, dass man diesen Herrn, die mich da begleitet haben, das Mikrofon angeboten hat. Also hat ihn gesagt, sprecht bitte, sprecht über eure Lage. Und ich habe dann diese Diskussion verfolgt, das war sehr spannend. Und die haben hinterher ganz klar gesagt, das ist die gleiche Diskussion, die wir auch führen intern. Über Trennbanken, über die Rolle von Zertifikaten, warum in den USA und in London eben nicht der Hauptpunkt des Marktes an Zertifikaten, sondern aufgrund der Nichtregulierung, wo in Deutschland, wo in Frankfurt. Diese Fragen stellen die sich natürlich auch. Und diesen Satz, den Sie, auch Ihre Zeitung, öfters zitiert haben und mir immer wieder in den Mund gelegt haben,
der stammt eigentlich von dieser Gruppe. Und die haben damals gesagt, wenn es Occupy nicht gäbe, dann müssen wir es verdammt nochmal erfinden. Weil wir führen die gleichen Diskussionen. Fühlen Sie sich auch als Oberbürgermeister des Finanzplatzes? Ich glaube, heute in einer Woche werden Sie nicht auf einer solchen Podiumsveranstaltung sitzen, sondern Sie werden die führenden Banker des Frankfurter Finanzplatzes, und zwar die Topchefs, mit Etageren und im Smoking im Römer bewirten, denn es findet der nach 2 Jahren Pause wieder der internationale Bankenabend im Römer statt. Und Sie sind Gastgeber. Na, da hatten wir ja schon einen kleinen Diskurs über den Smoking, weil Sie ja dann spekulierten in einem Kommentar der FAZ, wie sich der Feldmann dann im Smoking da macht. Und dann musste ich Sie ja, da hatten wir drüber telefoniert, bitter enttäuschen, wenn der Einladungskarte steht, Tagesdress erwünscht. Ich sage auch warum. Diejenigen, mit denen diese sogenannte Stadtgesellschaft diskutiert haben, das waren oft eremitierte Banker. Das ist nicht die erste Reihe. Das sind nicht die Frontschweine. Weil die in der zweiten, dritten Reihe, die diese Sachen machen, die kommen von der Arbeit und die kommen nicht vom Smoking, haben nicht ein Smoking, haben nicht die Möglichkeit nach Hause zu fahren, sich mal duschen, fein zu machen und dann eben schick abfeiern zu lassen, sondern das sind die Schaffer. Und mir geht's um die und die werde ich auch adressieren bei diesem Bankenabend, weil ich brauche sie auch als Bündnispartner perspektivisch, weil sie sitzen auf der anderen Seite und machen diese Sachen. Sie kennen die Gefahren viel, viel besser als jeder von uns hier im Raum, meine Damen und Herren. Also, es gibt Gründe dafür, Bankenvertreter im Römer zu empfangen. Herr Platthaus, unter Kollegen befragen wir uns sonst nicht, aber wir sind von verschiedenen Ressorts und wir scheuen natürlich nicht das kritische Wort. Sie haben Parallelen gezogen zur Bankenkrise von 31 und Sie haben an einer Stelle dann beigebogen. Man muss sich natürlich schon fragen, wenn man diese Parallelen zieht. Wir wissen alle, was auf 31 gefolgt ist. Die Demokratie ist am Schluss zugrunde gegangen. Ist die Demokratie in diesem Fall stärker, obwohl die Bankenkrise genauso schwer ist? Sie ist ganz eindeutig stärker, denn wir sind ja jetzt 4 Jahre lang hinter der Bankenkrise von 2008 und die Demokratie hat 1933 in Deutschland zumindest abgewirtschaftet. Also das hat nur 2 Jahre gedauert. Natürlich hat man daraus was gelernt. Aber es zeigt ja eben tatsächlich, wie unglaublich eng verknüpft ökonomische Phänomene mit politischen Phänomenen sind. Und man kann in der Tat nicht alarmiert genug sein, wenn etwas, was natürlich vor allem auch Ausdruck einer sozialen, nennen wir es Umschichtung, nennen wir es Krisenerscheinung oder wie auch immer, ist, wenn sich das darin artikuliert, dass Banken selber dermaßen in Verzweiflungsakte kommen, dass sie gegeneinander überhaupt kein vernünftiges Vertrauen mehr entwickeln. Das war 1931 das gleiche wie 2008. Und wenn sozusagen unter ökonomischen Betrachtungen dieses Vertrauen, das ja auf ganz sachliche Art und Weise stattfinden soll, nicht mehr herzustellen ist, wie soll dann in einer Gesellschaft, die auf Vertrauen gegründet ist, qua Demokratiemodell, das noch weiter funktionieren, wenn so etwas wie das Schmiermittel des Geldes, der Ökonomie oder wie man es auch immer nennen will, da reinkommt? Das ist nun mal ein spezifischer Krisenbringer. Und das ist die große Gefahr. Aber ich finde in der Tat, dass wir daraus schon ganz viel gelernt haben. Also in der Tat ist es viel besser 2008 bewältigt worden als 1931. Das war die Frage an den Historiker Platthaus sozusagen. Die Frage an den Journalisten Platthaus. Warum haben wir alle in den Jahren vor 2007, 2008 auch als Tageszeitungsjournalisten, als Profibeobachter des Zeitgeschehens diese Krise nicht erahnt? Das weiß ich insofern nicht, weil ich nicht Beobachter von ökonomischen Phänomenen oder sowas bin. Aber es ist tatsächlich auffällig, dass man gerade 2007, wo man nun wirklich spätestens alle Alarmglocken hätte läuten lassen können, als wir die Subprime-Krise in Amerika hatten und man einfach sah, dass Werte verfielen, dass einfach plötzlich Menschen ohne ihren Rückhalt eines Hauses oder sowas dastanden, weil einfach billig gehandelte Hypotheken, Ramsch-Sachen, sowas gebündelt worden waren, zu teuren Anleihen zusammengesetzt waren und dann plötzlich eingetrieben wurden und die letztlich ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten. Da spätestens hätten wir sehen können, dass in diesem System am Kern, und das ist nun mal, das sind die Vereinigten Staaten, da kann man nichts gegen sagen, etwas im Argen liegen. Das haben einige Leute in der Tat so kommentiert, das haben wir allerdings in Deutschland und ich glaube auch ansonsten in Europa nicht so kommentiert. Da waren die hellsichtigeren Kommentatoren tatsächlich in Amerika, nur die haben offen gestanden auch wiederum nur ihren eigenen Wirtschaftsraum betrachtet, weil die sich ja eigentlich für unsere Ökonomie nur dann interessieren, wenn hier tatsächlich richtig was schief geht. Die sind schon sehr selbstbewusst genug zu sagen, wenn, dann fahren wir die Karre auch ordentlich gegen die Wand. So, und als last but not least, wie man so schön sagt, am ganz anderen Ende hier des langen Tisches, stelle ich Professor Reinhard Schmidt vor, der sich mit Bankenregulierung befasst am House of Finance der Goethe-Universität. Und auch da zunächst mal, das House of Finance ist immer wieder mal im Gespräch, weil es ja auch von Banken gesponsert wird. Können Sie sich denn frei
in der Forschung befassen mit dieser Bankenkrise? Ja, das schaffen wir durchaus. Die wesentliche Karriere von Wissenschaftlern besteht darin, dass sie anständige Sachen publizieren. Und darüber wachen die sogenannten Fachzeitschriften. Denn wenn man irgendwie Karriere machen will, das gilt insbesondere für unsere jüngeren Kollegen, dann müssen die etwas publizieren, was dann einen Prozess durchläuft von relativ kritischer Prüfung von Leuten, die natürlich dann auch ein Auge drauf werfen, wo gibt es eventuelle Abhängigkeiten. Die Abhängigkeiten, die ich erlebt habe, sind relativ gering. Es gibt eigentlich ganz wenige Fälle, wo sich irgendjemand erlaubt hat zu intervenieren. Und da unser Vizepräsident Lutz Bachmann da ist, er weiß, ich habe den informellen Vorsitz einer Kommission in der Universität, die vom Senat eingerichtet worden ist, weil ich mal einem Finanzier einer Stiftungsprofessur gesagt habe, behalten Sie Ihr Geld, wie Sie meinen, sich in unsere Sachen einmischen zu wollen. Das ist völlig unakzeptabel. Und daraufhin wurde die Kommission gegründet zur Wahrung der Unabhängigkeit extern finanzierter Professuren. Als Wirtschaftshistoriker, der ich selbst bin, habe ich mich gefreut, dass schon Vergleiche gezogen sind von Herrn Platthaus zu Krisen in früheren Jahrzehnten. Mir sind die Volks- und Betriebswirte nicht nur in Frankfurt in den vergangenen Jahren als eine Fakultät erschienen, die sehr ahistorisch argumentiert haben. Führt diese tiefe Krise dazu, dass auch Ihr Fach wieder mehr zurückblickt und versucht, aus der Geschichte zu lernen oder Geschichte, wie es Professor Gall immer gesagt hat, als Argument zu benutzen? Ja, ich glaube, das ist der Fall. Es ist nicht nur die Geschichte, die auf einmal wieder Aufmerksamkeit erfährt, es sind auch ganz wichtige Themen institutioneller Art. Also wie ist das Finanzsystem reguliert? Aus welchen Komponenten besteht ein nationales Bankensystem? Was ist das Verhältnis zwischen Kapitalmärkten und Finanzintermediären, Banken, Versicherungen und dergleichen? Ich unterrichte internationale Finanzen und dabei befasse ich mich sehr viel mit dem Vergleich von Finanzsystemen. Und ich muss sagen, ich bin ein purer Krisengewinnler, weil das Thema, was früher den Leuten eher ein bisschen abgestanden erschien. Und da gingen dann die hin, die Angst haben vor der höheren Mathematik, die meine Kollegen pflegen. Seit 4, 5 Jahren ist bei mir sehr viel mehr Zulauf, weil die Leute merken, es kommt sehr darauf an, wie ist so ein Finanzsystem ausgerichtet, wie ist es gestaltet, wie ist die Regulierung, wie ist die Machtverteilung, wie finanzieren sich Unternehmen, wie hat sich das im Zeitablauf geändert, wie ist das von Land zu Land unterschiedlich. Also historisches, aber auch sonst einfach Fakten, aus denen man lernen kann. Allerdings nicht lernen in einem simplen Sinne von, das ist jetzt so und so und deswegen muss man es machen, aber etwas, was Argumente liefert, wenn man versucht, Gegenwart und Zukunft zu verstehen. Professor Schmidt, wir sprechen über den Kapitalismus in der Krise, mal mit Fragezeichen, mal ohne Fragezeichen, ist es von den Veranstaltern auf die Programmhefte geschrieben worden. Gibt es die Vorstellung, dass es einen Kapitalismus ohne Krisen gibt? Oder ist die Krise dem Kapitalismus immanent? Nein, die Vorstellung, dass es einen Kapitalismus ohne Krise gibt, die gibt es sehr wohl. Das ist sozusagen die Vergleichsbasis. Man schaut sich an, wie wäre eine Welt, in der alles durch Märkte sehr gut reguliert ist. Und das ist immer der gedankliche erste Schritt, wenn man sagt, so, und wenn wir eine Krise verstehen wollen, dann müssen wir versuchen zu sehen, wo sind die Abweichungen von diesem, ich will nicht sagen im normativen Sinne, von diesem Ideal, aber von diesem Idealtypus einer sehr gut funktionierenden Marktwirtschaft. Das ist eine wunderbare Streitfolge. Ich habe Sie unterbrochen, Verzeihung. Macht nichts. Dann frage ich weiter. Fragen sind immer mehr als Antworten in der Welt, habe ich gelernt. Wo sehen Sie die Abweichung bei dieser Krise, wenn wir mal in einem zweiten Durchlauf jetzt, nachdem Sie sich alle ein bisschen vorstellen konnten, tatsächlich nochmal uns ein bisschen damit befassen, was sind die Ursachen der gegenwärtigen Krise? Konkret an Sie die Frage, in den Begrüßungsreden und auch im Impulsvortrag von Herrn Platthaus kam mehrfach vor, dass es eigentlich eine ideelle Gesamtkrise gäbe und nicht die Unterscheidung zwischen einer Finanzkrise 2007, 2008
und einer neuen Staatsschuldenkrise. Stimmt das aus Ihrer Sicht? Sind es zwei Krisen? Ist es eine Krise? Was sind die Ursachen? Also, es stimmt schon. Die beiden Krisen hängen sehr, sehr eng zusammen. Allerdings ist der Zusammenhang relativ kompliziert. Eine Verknüpfung zwischen den beiden Krisen ist natürlich, was angesprochen worden ist, dass Regierungen in einigen Ländern sehr viel Geld in die Hand nehmen mussten, um Banken zu retten und auch um die Konjunkturen jeweils wieder zu beleben. Und das hat die Staatsschuldenkrise wesentlich mitgefördert. Andererseits muss man schon deutlich unterscheiden. Es gibt einige Länder, in denen die Staatsschuldenkrise sehr, sehr massiv zuschlägt und die von der Bankenkrise nahezu gar nicht betroffen worden sind. Griechenland zum Beispiel. Ja, bitte? Griechenland zum Beispiel. Griechenland ist ein krasses Beispiel und das Gegenbeispiel, nämlich die Bankenkrise hat die Staatsschuldenkrise verursacht, ist Irland. Ja, aber es gibt natürlich auch noch viele weitere Zusammenhänge. Ich komme mal auf die Verbindung zwischen Ihrer vorigen Frage, gibt es eine Idee eines krisenfreien Kapitalismus oder und was ist davon zu halten? Ich denke, die Staatsschuldenkrise ist verdammt kompliziert zu analysieren. Die Bankenkrise liegt schon ein bisschen mehr zurück, deswegen verstehen wir sie besser. Die Ursache, wieso es zu der Bankenkrise gekommen ist, ist natürlich die Entwicklung mit diesen ganzen Finanzinnovationen verbunden mit der Globalisierung. Das hat zur Folge gehabt, dass die Prozesse des Finanzgeschehens immer komplizierter wurden. Weil sie immer komplizierter wurden, wurden sie von sehr, sehr vielen Leuten wirklich nicht mehr begriffen. Und dann konnten die sich natürlich auch gar nicht richtig verhalten. Aber sehr viele wollten sich auch gar nicht richtig verhalten, denn es fehlte ihnen der Anreiz, es fehlte ihnen das Motiv dazu. Die Prozesse in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts waren so, dass die Aktivitäten, die früher eine Bank gemacht hat, auf ganz viele Akteure zerlegt worden sind. Und die Folge davon war, dass niemand eigentlich wirklich überschauen konnte, was sind für mich oder für meine Bank die Folgen der Entscheidungen, die man trifft. Und das führte dazu, dass sich die Leute verantwortungslos verhalten haben. Jetzt ist es auf der einen Seite so, wenn ich Ihnen die eine Frage noch stellen kann, dann gehen wir wieder zu den anderen Teilnehmern, dass man sagt, die Deregulierung ist im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends sehr groß gewesen. Auf der anderen Seite ist es aber auch wahr, dass es keine Branche gibt, die so stark beaufsichtigt wird wie die Bankenbranche. Und das nicht, hört man mich nicht? Doch. Und das nicht zuletzt wegen der Bankenkrise von 31. Damals ist eine sehr rigide Bankenaufsicht, die seitdem immer wieder verschärft worden ist, eingeführt worden. Warum haben die Bankenaufseher, die im Falle Deutschlands in Bonn sitzen und zum Teil auch hier in Frankfurt, nicht den Banken früher in die Speichen gegriffen? Das hat eine Reihe von Gründen. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist, Sie hatten es vorhin angesprochen, das Problem des gegenseitigen Vertrauens und damit das Problem der Liquidität. Man hatte ein solches Zutrauen in die Liquidität der internationalen Finanzmärkte, dass man gar nicht mehr an die Möglichkeit gedacht hat, dass die Liquidität auf den Märkten versiegt. Und das war genau das, was im September 2008 passiert ist und was die ohnehin schon schwelende Krise wirklich akut gemacht hat. Man hat ein Problem, man ist auf ein Problem gestoßen, von dem man dachte, das gibt es eigentlich nicht mehr. Wir haben im deutschen Bankrecht Vorschriften zur Sicherung der Liquidität. Diese Vorschriften sind seit Jahren einfach nicht beachtet worden. Nicht etwa, weil man irgendwelche Leichtfertigkeiten hatte, sondern weil man gedacht hat, die regeln etwas, was überhaupt nicht mehr regelungsbedürftig ist. Jetzt, nach der Krise, führt man neue Liquiditätsregelungen im Rahmen von Basel III ein und das ist auch gut so. Herr Buben, am anderen Ende. Wer ist schuld an der Finanzkrise? Also erstmal muss ich sagen, es gibt mehr Formen von Korruption, als wirklich einen Geldkoffer zu bekommen. Das heißt, wenn die Uni oder Wirtschaftswissenschaftler Forschungsaufträge bekommen, von Banken zum Beispiel finanziert, dann werden sie sich zweimal überlegen, ob sie etwas Kritisches machen oder etwas nicht Kritisches. Oder wenn die Universität Geld spart und dann den Professoren ihr Geld da geben kann. Das ist auch eine Form von Mainstream-Argumentation. Und da ist die Wirtschaftswissenschaft eben nicht so unabhängig, wie sie gerne wäre. Und
Und es gibt natürlich Regelungen, die versuchen sollten, irgendwelche Finanzkrisen zu verhindern aus den Lehren vergangener Krisen. Schwierig ist zum Beispiel die Verflechtung von Wirtschaft und Politik. Wenn irgendwelche Politiker im Aufsichtsrat von einer Bank sitzen und da Geld bekommen, natürlich schauen sie dann dreimal drüber weg, wenn ihre Bank irgendwie Probleme hat oder dergleichen. Es gibt zwei Arten von Gesetzen. Die einen kann man ändern und die anderen nicht. Die man nicht ändern kann, sind Naturgesetze. Und die man ändern kann, sind der Rest. Das heißt aber, Sie müssten gegen Staatsbanken sein. Und sogar gegen die Sparkassen, wo Sie ein Konto haben. Denn das sind ja Banken, wo Politiker nicht nur in Aufsichtsräten sitzen, sondern die der Politik, dem Staat gehören. Hätten wir mehr Transparenz, würde es auch besser funktionieren. Aber das sehen wir ja zum Beispiel an dem Herrn Steinbrück und seinen Einnahmen. Wir haben nicht nur privatisierte Krankenhäuser, Schulen und sonstiges alles privatisiert. Nein, wir haben mittlerweile auch privatisierte Politiker. Also, wenn die Macht beim Volke liegt, in einer Demokratie, dann muss das Volk auch verdammt nochmal seine Stimme laut werden lassen. Und genau da ist das Problem, das haben wir nicht großartig gelernt. Ich meine, da sind andere Länder, haben da mehr Erfahrung, mehr Praxis, da sind die Deutschen eher handzahm. Mhm. Aber aktuell, jetzt um mal als Historiker über den Begriff Demokratie zu sprechen, entweder haben wir eine Oligarchie, das heißt, die Herrschaft liegt bei wenigen Leuten, oder die Herrschaft liegt bei allen Leuten, aber die haben überhaupt nicht das Gemeinwohl im Sinne. Und dann sind wir auch nicht bei einer Demokratie, sondern bei der Ochlokratie. Und Demokratie heißt, jeder hat gleich viel Macht im Sinne des Gemeinwohls. Und ich glaube, das Gemeinwohl wurde überhaupt nicht mehr beachtet. Sie haben weit ausgeholt, das ist auch legitim, denn ich hatte ja zu Beginn der Diskussionsrunde gesagt, wir rufen heute Abend praktisch ja alles auf. Aber beantworten Sie trotzdem vielleicht noch kurz bitte meine Frage. Was ist aus Sicht von Occupy der Grund für die Finanz- und Staatsschuldenkrise? Ich möchte mal ein kleines Beispiel bringen, weil Beispiele, Sie machen das jetzt Ganze immer handfester. Es gab die Bankenkrise 2008 und ich nehme mal zwei Länder raus, Griechenland und Island. Beide wurden schon unglaublich schwer getroffen. Bei Griechenland kennen wir alle den Vorgang, da wurden Banken gerettet, da wurde Demokratie abgebaut, da gab es eine Volksbefragung, die dann wieder abgesagt wurde letztes Jahr, das haben wir alles mitbekommen. In Island wurden die Banken nicht gerettet, es wurden anstelle von Bad Banks Good Banks gegründet, staatliche Banken. Die Regierung, die versucht hat, da irgendwie was zu drehen, wurde überstimmt durch zwei Volksbefragungen. Die Banker, die das verursacht haben, wurden unter Strafanzeige gestellt. Aktuell hat Griechenland mehr Schulden als vorher und überhaupt keine Aussicht darauf, dass es irgendwie besser geht. Island hat keinen Sozialabbau betrieben. Es wurde sogar massiv geholfen den Leuten, die da irgendwie Probleme hatten im sozialen Bereich. Aktuell geht es Island insofern gut, dass sie schon über ein Viertel der Kredite, die sie bekommen haben, zurückbezahlt haben und ein Wirtschaftswachstum von 2-4% hinlegen können. Und da sieht man, dass wenn man auf Demokratie vertraut und das Volk laut genug ist, um sie durchzudrücken, dann funktioniert das auch. Weil wenn die ganzen Banken hier in Frankfurt zusammenbrechen würden, wären immer noch Leute da und es wäre immer noch eine Realwirtschaft da und dieser ganze Finanzmarkt, wo wir uns abhängig gemacht haben, der ist gar nicht so wichtig, weil am Ende geht es darum, dass der Bevölkerung, den Menschen, die hinten dran sind, auch jedem Arbeitnehmer in einer Bank, der jetzt um seinen Platz, um seinen Arbeitsplatz zittert, dass es dem garantiert wird durch die Gesellschaft, dass es ihm trotz allem gut geht und er nicht durch das System kaputt gemacht wird. Okay, vielen Dank. Ihr Applaus. Professor Deutschmann, mit Ihnen habe ich eine womögliche Ursache der Krise schon erörtert. Sie sagen, es ist zu viel Geld in der Welt. Aber ich würde mit Ihnen gerne, und ich glaube, mit einem Soziologen darf man das, eine zweite mögliche Ursache erörtern. Ist es die Gier? Ist es die Gier? Das spielt auch eine Rolle, aber das ist verkürzt. Also das ist natürlich eine sehr populäre und weit verbreitete Theorie. Also individuelles Versagen, persönlich menschliches Versagen könnte man sagen. Also die Bankvorstände sind einer Gier verfallen, die Regulierungsinstanzen haben versagt, also die Kontrollmechanismen haben nicht funktioniert. Ich glaube, dass solche individuellen Erklärungen grundsätzlich zu kurz greifen. Und die Gier, das ist so eine individuelle Erklärung. Sie ist nicht falsch, aber sie reicht nicht aus. Wir öffnen gleich fürs Publikum, dann können Sie sich
Wir haben Mikrofone da, keine Sorge. Ein paar Minuten diskutieren wir noch hier vorne. Sie wollten aber anheben. Wir waren bei der Frage Vermögen. Ja. Das ist für Sie die Hauptursache sozusagen der Finanzkrise. Gier ist für Sie ein eher zu vernachlässigender Faktor. Regulierungsversagen des Staates? Das ist, ja, wie gesagt, es spielt alles eine Rolle. Aber man muss den Kontext sich klar machen. Und bitte. Im Kontext, man kann ja zwei Haupttrends beobachten. Schon, wie gesagt, man muss es in etwas, die Krise muss man ja in einem etwas längerfristigen historischen Horizont gehen. Das ist ja alles nicht von heute auf morgen passiert, sondern das sind Entwicklungen, die sich schon über Jahrzehnte, ja mindestens die letzten 3 Jahrzehnte ungefähr aufgebaut haben. Und hier kann man 2 Trends beobachten. Das eine ist, dass der Finanzsektor, und damit ist gemeint, die Banken, die Investmentfonds, Pensionsfonds, Versicherung, der Immobilienwirtschaft spielt auch eine große Rolle. Also dieser Sektor ist enorm gewachsen, ist zu einem dominanten Sektor in der Wirtschaft herangewachsen. Und zwar nicht bloß in den USA oder in den angelsächsischen Ländern, sondern das gilt auch für Euroland. Ist inzwischen auch dieser Gesamtsektor der wichtigste Wirtschaftssektor geworden. Und hinter dieser Entwicklung stand der zweite große Trend, das hatte ich schon gesagt, das Wachstum der privaten Finanzvermögen, 2 oder 3 Mal stärker als das nominale Bruttoinlandsprodukt der Länder. Da muss man sich nur klar machen, was das bedeutet. Also wie gesagt, Vermögen sind Schulden, Schulden sind Vermögen. Wenn also die Vermögen derartig wachsen, dann müssten ja auch, damit das gut gehen kann, die Schulden und die Schuldner entsprechend zunehmen. Also das heißt, es müssten wahnsinnig... Schuldnern ist ja kein Mangel. Ja, die guten, die zahlungsfähigen Schulden, richtig, das ist vollkommen richtig. Geld wollen die Leute immer, aber natürlich kommt es jetzt hier nicht nur darauf an, auf Leute, die Geld wollen, sondern es kommt auf gute Zahlungen, Leute, die das nachher auch wieder zurückzahlen können. Also das heißt, es müssten im wahnsinnigen Umfang immer neue unternehmerische Projekte in Gang gesetzt werden. Die Leute müssten die wahnsinnig Häuser bauen und dafür schaffen und raffen und so weiter. Die ganze Gesellschaft müsste immer schneller rotieren. Und ich meine, in der Tat sind wir ja auch über Jahre lang mit solchen Predigten traktiert worden. Also durch die Gesellschaft müsste ein Ruck gehen. Das Unternehmerische selbst, nicht, das wurde ja eingeklagt. Und Ihre Zeitung, so sehr ich versichere, hat sich da ja auch ein bisschen dran beteiligt. Das muss man seinerzeit, nicht, also in dieser Zeit. Nur, das ist natürlich eine völlig abgehobene Vorstellung. Die Gesellschaft kann nicht bloß rund um die Uhr rotieren, bloß um die Ansprüche der Eigentümer zu bedienen. Irgendwann hat das eine Grenze. Das heißt, es gibt dann einfach diese Schuldner, die nicht mehr, also damit auch die Investitionsmöglichkeiten. Und so hat sich eben, das wäre meine Erklärung der Krise, so hat sich ein Aggregatungleichgewicht aufgebaut. Es sind viel zu viele Forderungen im Verhältnis zu wenig Investitionsmöglichkeiten. Herr Oberbürgermeister. Ein Banker zu gewinnen für dieses Podium heute Abend war nicht möglich, aber Sie sind jetzt derjenige, der hier die Politik vertritt. Und da Sie erst in wenigen Monaten in Verantwortung sind, muss man Sie ja nicht für Dinge belangen, die vor vielen Jahren schiefgelaufen sind, aber vielleicht als einer, der sozusagen im Maschinenraum sitzt. Erklären Sie uns einen Teilaspekt. Warum machen Politiker Schulden? Warum macht zum Beispiel auch die Stadt Frankfurt in einem Jahr, in dem sie Rekordgewerbesteuereinnahmen hat, noch neue Schulden für laufende Ausgaben, nicht für neue Brücken oder Schulen? Das wäre ja okay, da kann man ja sagen, wenn einer von Ihnen oder ich ein Häuschen kauft, da muss man auch erstmal einen Kredit aufnehmen, sondern auch für laufende Ausgaben. Wie ist die Seele von Politikern gestrickt, dass sie nicht, anders als die meisten vielleicht hier im Saal, einfach mit dem Geld auskommen, was am ersten auf dem Konto liegt? Ja, genau, das Mikro, das funktioniert. Jetzt kommt eins. Ja, jetzt kommt gleich die schwäbische Hausfrau. Ne? Also die schwäbische Hausfrau hat einen Mann und die hat eine Tochter. Und die Tochter hat 2 Kinder. Und die Kinder wollen in die Kita reingehen. Da gibt es die Möglichkeit, sie kriegt die Kita-Plätze, weil eben sie nicht wie ihre Mutter das zu Hause macht, sondern weil sie gerne nach Frankfurt geht und auch hier eine Versorgung für ihre Kinder haben möchte, weil sie beispielsweise bei einer Bank hier arbeitet und selbstverständlich davon überzeugt ist, dass sie als eine moderne, kluge, an der Universität geschulte Frau auch das Recht hat, ihre Kinder tagsüber betreuen zu lassen.
Deshalb hat die Tochter der schwäbischen Hausfrau, ist damit einverstanden, dass diese Stadt in die Zukunft dieser Kinder und auch von ihr investiert, sie die Möglichkeit hat, die Ressourcen auszunutzen, die so eine Stadt hat. Und sie akzeptiert nicht und sie wird niemals akzeptieren, dass er jemand sagt, mach es einfach wie deine Mutter oder Großmutter, geh zurück nach ins Schwabenland und guck mal, wie du es selber hinkriegst. Und diese Frau hat recht, weil wir sind in einer anderen Zeit, wir denken anders, wir glauben eben nicht nur, dass es richtig ist, teilzuhaben, sondern dass alle Menschen das Recht haben, teilzuhaben. Was uns fehlt, ist auf der anderen Seite die Einnahmen. Wir haben die Einnahmen nicht, die wir brauchen, und ich kenne das Geflippe in der Stadt, wenn ich sage, dass der alte Walter Wallmann Steuersatz nichts ist, was den Kapitalismus ermordet oder den Staatssozialismus im Osten ausbringt, sondern das, was dieser CDU-Politiker über Jahre und Jahre als stinknormalen Steuersatz gebracht hat und gefordert hat, eigentlich die Schulden, die wir im Augenblick haben, im aktuellen Haushalt auf einen Schlag beseitigen könnte. Jedes Jahr fehlen uns aufgrund der Senkung, die die alte schwarz-grüne Stadtregierung gemacht hat, 70 Millionen in unserem Haushalt. Wir laborieren im Augenblick bei einem laufenden Defizit von unter 200. Das heißt, wir könnten das in einer Legislaturperiode aktuell auf null runterfahren. Das wird kritisiert. Dafür habe ich keine Mehrheit und ich werde dafür kämpfen, dass in dieser Stadt auch die Banker dafür eintreten, dass die Frauen, die sie haben, das Recht haben, wie sie auch glauben, überzeugt sind, wie wir alle überzeugt sind, ihre Kinder in die Kita reinzubringen und dass es ein Grundrecht ist von Frauen und nicht nur von irgendwelchen, sag ich mal, diejenigen, die das sich privat leisten können. Das muss ein allgemein. Deshalb machen wir Schulden und deshalb werde ich dafür kämpfen, dass wir diese Schulden ausgleichen und das wird nicht dazu klappen, indem wir sagen, wir schränken die Kita-Betreuung ein. Also, Sie sagen, Schulden wären zu vermeiden mit höheren Steuern. Na, ich sage nochmal, es ist auch manchmal, da gehe ich jetzt wieder zu dem schwäbischen, zu dem Mann von ihr, der ein Häuslebauer ist. Und der weiß genau, dass das Bauen eines Hauses eine Zukunftsinvestition ist. Und jetzt springe ich wieder nach Frankfurt, weil der schwäbische Häuslebauer, der Mann von dieser schwäbischen Hausfrau, hat einen Sohn, der will auch nach Frankfurt. Und der hat eine Idee, er könnte hier irgendwo preiswerten Wohnraum kriegen. Was hat nämlich einen Job hier? Der ist aber jetzt leider nicht in der oberen Etage einer Bank angelandet, sondern ist im mittleren oder unteren Bereich gelandet. Oder noch schlimmer, er ist Trambahnfahrer geworden, weil er gedacht hat, auf der Schwäbischen Alb kriegt er keinen Job mehr wie sein Vater. Das heißt, was er fordert, was er denkt, was es möglich sein muss, hier in dieser Stadt preiswerten Wohnraum zu haben. Und jetzt verrate ich Ihnen ein Geheimnis. Und das ist ein Geheimnis von inzwischen allen Bankern und inzwischen von allen Investoren in dem Bereich. In Frankfurt ist jeder Euro, den wir in Wohnungsbau investieren, die beste Geldanlage, die es geben kann. Das ist zwar nicht die Lizenz zum Gelddrucken, aber bei dem Druck, den wir hier auf dem Markt haben, weiß sowohl die Stadt, wir haben gesagt, wir gehen von 1 Milliarde auf 1,4 Milliarden hoch. Und wir haben gemeinsam auch mit den Schwarzen und den Grünen gesagt, wir verdoppeln den kommunalen Haushalt in dem Bereich ab sofort in den nächsten Haushalt, weil wir diese Not merken und weil wir glauben, dass es eine der rentierlichsten Anlagen ist, Formen, die es überhaupt gibt und dass wir für jeden Euro ein ordentliches Plus erwirtschaften werden, wenn wir endlich in preiswerten Wohnraum rein investieren. Das wird weggehen wie geschnittenes Brot, da bin ich absolut sicher. Hier den Moment bei der derzeitigen Lage niemand widersprechen. So, jetzt. Sie kennen das Motto, global denken, lokal handeln. Wir versuchen den Schritt jetzt andersrum zu machen. Wir sind beim Frankfurter, beim kleinen Frankfurter Haushalt, unserer kleinen Stadt hier, in der wir leben, angefangen. Aber wir wollen uns in der Tat vielleicht in einer letzten Runde, bevor dann auch Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, damit befassen, nachdem wir nun in Krisen reingeritten sind, wie kommen wir aus diesen Krisen wieder raus? Und wir haben jetzt einen Vorschlag gehört, den man auch andernorts natürlich hört, das ist einfach mehr Umverteilung, mehr Steuern, höhere Steuern, das war jetzt hier das Diktum von Herrn Feldmann. Ich sah, wie hinten Professor Schmidt die Augen... Es ist kein Appell gegen Sparsamkeit. Was es ist, die Illusion zu glauben, dass wir ohne, dass alle entsprechend ihres Vermögens teilhaben, rauskommen aus dieser Schuldenkrise. Das ist in der Tat dann die Glaube der schwäbischen Hausfrau und das ist dann vielleicht manchmal doch ein bisschen zu naiv in einer globalisierten Welt. Okay, also wir setzen aber trotzdem an bei dem Gedanken höhere Steuern. Also, Professor Schmidt, Sie vertreten die Augen. Wir sind in der Krise und man kann natürlich sagen, es ist ein Lamentieren, wie wir reingeraten sind. Wie finden wir jetzt aus der Krise wieder raus? Also ich verdrehe die Augen nicht bei dem Gedanken an höhere Steuern.
Da möchte ich doch wesentlich widersprechen. Wenn ich das eben gemacht habe, dann sieht das nur, liegt das nur daran, dass ich gerade da hinten meine Frau entdeckt habe im Publikum. Und nach der schaue ich einfach gerne. Da verdrehe ich gerne die Augen. Wie kommen wir aus der Krise raus? Da müssen wir jetzt mal ein bisschen hin und her differenzieren. Also aus der Bankenkrise kommen wir gar nicht sehr leicht raus. Ein wesentliches Element zum Ausweg aus der Bankenkrise ist, Banken rekapitalisieren. Das machen Banken typischerweise nicht besonders gerne. Rekapitalisieren bedeutet mehr Eigenkapital haben. Mehr Eigenkapital kann man ihnen vorschreiben. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum man das nicht tun sollte. Das übliche Argument, was man von Bankleuten hört, dass Eigenkapital irgendwie wesentlich teurer wäre als andere Formen des Kapitals, also als Fremdkapital, ist meines Erachtens ein Denkfehler, denn so fundamentaler Denkfehler. Ich erkläre das den Studenten im ersten Semester und ich erwarte am Ende des Semesters, dass sie das verstanden haben. Aber sind wir da nicht auf einem guten Weg? Wir sind auf einem guten Weg, aber ich glaube, der Weg muss entschieden gegangen werden und er muss weiter gegangen werden, als sich das im Moment abzeichnet. Zweitens brauchen wir wesentlich mehr Regulierung und wir brauchen wesentlich schärfere Regulierung und wir brauchen auch etwas Drittes, was nicht so besonders gut ankommt bei manchen Leuten, nämlich wir brauchen einen Sinn für Anstand und Redlichkeit, also eine gewisse professionelle Ethik. Und wer, und das findet sich sehr häufig unter meinen Fachkollegen, also den Wirtschaftsprofessoren, wer meint, das wäre romantischer Unsinn, der irrt. Wir haben die Berufsethik und auch den Anstand, Ehrlichkeit und so weiter im Alltag als ein ganz, ganz wesentliches Element für wirtschaftliche Entwicklung. Und das brauchen wir da wieder, wo es verloren gegangen ist. Also der Professor Specht spricht so, dass man es sich leicht merken kann, die pädagogische Ader, Regulierung und Redlichkeit. Professor Deutschmann, Sie rutschen auf dem Stuhl hin und her. Sagen Sie, wie kommen wir aus der Krise wieder raus? Also das Problem ist, die Banken und auch jetzt die Staaten, weil sie ja die Schulden der Banken übernommen haben, sitzen immer noch auf einem riesigen Berg von faktisch nicht einlösbaren Vermögensforderungen. Also die sind in Bad Banks ausgelagert. Ja, von diesen Überförderungen müssen wir irgendwie runterkommen. Dieser Zustand lässt sich nicht auf die Dauer aufrechterhalten. Sie können einen Bock nicht mit Gewalt melken wollen. Nicht? Und bei der Frage, wie man da runterkommt, sehe ich im Prinzip drei Möglichkeiten. Entweder es kommt doch noch zu einer, sagen wir mal, marktwirtschaftlichen Lösung in Form eines großen Crashs. Das ist nicht völlig ausgeschlossen. Alle Akteure versuchen das zu vermeiden, aber durch irgendeinen komischen Zufall kann man ja nicht ausschließen, dass es doch noch passiert. Die zweite Lösung, das ist die realistischste und das ist, glaube ich, das auch, was auch wirklich passiert, besteht in Inflationierung, also in der Verwässerung der Forderungen. Das ist das, was die Europäische Zentralbank nach der Verkündung von Draghi jetzt praktisch auch macht, also in der Investoren Jargon gibt es dafür jetzt auch einen Begriff dafür. Finanzielle Repression heißt das. Also es gibt, die Realzinsen werden auf null negativ werden, Zinsen werden null, die Vermögen werden verwässert. Auf diese Weise kann man auch diese Forderungen herunterbringen. Wird das passieren? Also ich glaube nicht, dass das ist die realistischste Lösung, aber die Folgeprobleme werden sehr, sehr gravierend sein. Also Herr Weidmann hat ja mit seinen Bedenken nicht ganz unrecht. Die dritte und die unrealistischste, aber meiner Meinung nach vernünftigste Lösung wäre ein politisch verhandelter Abbau dieser völlig aus dem Ruder gelaufen, völlig überhöhten Vermögensforderung. Also die Gläubiger, und zwar nicht der Staat, der jetzt diese Forderung übernommen hat, sondern die privaten Gläubiger, müssten auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten oder dazu gebracht werden. Und das kann man in verschiedenen. Gut, eine Vermögensabgabe, also das DEW hat zum Beispiel eine einmalige Vermögensabgabe auf alle Vermögen vorgeschlagen. Das wäre eine Möglichkeit, also auch höhere Steuern. Jetzt sagen Sie mal, Sie haben schon 10 Applaus sozusagen bekommen, allein für den Vorschlag einer Vermögensabgabe. Reicht es, wenn man die oberen 10.000 sozusagen dann besteuert? Ich bin nämlich nicht sicher, ob Sie dann nicht auch alle bluten. Also die,
das DIW, das können Sie sich alles auf der Netzseite des DIW nach. Wir haben verschiedene Modelle durchgerechnet. Natürlich wird es viel mehr, also die Vermögen sind ja, also die Gruppe der Vermögen ist ja extrem inhomogen. Wenn Sie da genau hingucken, tun sich da nochmal Welten. Und es macht auf Differenzen, enorme Differenzen auf. Also es macht einen großen Unterschied, ob Sie ein dreistelliges Milliardenvermögen haben oder nur ein einstelliges Milliardenvermögen. Also es kommt darauf an, wo Sie jetzt die Grenze ansetzen. Aber ja, Sie könnten schon also, mit so einer Abgabe in ganze Menge raus. Ihre Argumentation ist ja in sich konsistent. Sie haben gesagt, es ist zu viel Geld in der Welt, zu hohe Vermögen haben zur Krise beigetragen. Also sagen Sie, eine Vermögenssteuerbesteuerung, eine scharfe Vermögensbesteuerung würde auch zur Entspannung der Krise führen. Das ist ja eine in sich logische Argumentation. Was sagt Occupy? Wie kommen wir aus all dieser Malaise wieder raus? Vorher möchte ich, da ich schon sehe, dass Herr Feldmann ein bisschen unruhig wird, ihn bitten, nächste Woche auf jeden Fall mal Werbung zu machen, damit dieser kleine Bankerkreis endlich auch mit den Kritikern in Gespräch kommt und bei so einer Veranstaltung auch mal Bankenvertreter und dergleichen zu sehen sind. Weil wenn man sich immer nur selbst befruchtet, nennt sich das geistiger Inzest. Und ja, wie wir rauskommen. Es gibt eine Sache, die wir auf jeden Fall machen müssen, und zwar wir müssen uns unabhängiger von Finanzmärkten machen. Unser Leben darf nicht mehr darauf basieren, dass irgendwo irgendwelche Aktien gehandelt werden oder irgendjemand seine Rentenansprüche darauf beruht, weil er sich privat dann vorgesorgt hat und so weiter und so fort. Und Hartz IV dann dazu führt, dass irgendwie jeder, der normal verdient, am Hungertuch nagen muss, weil er es nicht schafft, irgendwie Kapital aufzubauen und ähnliches. Also ich bin ein Verfechter von der sozialen Marktwirtschaft. Also damit bin ich jetzt nicht gerade die breite Masse bei Occupy, aber ich bin jemand, der definitiv sagt, Marktwirtschaft kann ich mir vorstellen in allen Bereichen, wo das normale Leben nicht, also das existenzielle Leben nicht betroffen ist. Bei Gold zum Beispiel, wenn es zu teuer wird, kaufe ich nicht mehr, habe ich kein Problem damit. Wenn Lebensmittel zu teuer werden, habe ich aber ein Problem damit, weil ich nicht mehr, ich kann ja nicht aufhören zu essen. Und so ist es bei Wohnraum, so ist es bei der Krankenversorgung, so ist es bei Renten, so ist es bei der Bildung. Und da muss ein Staat eben sozial eingreifen und garantieren, dass jeder genug hat. Frei nach Brecht, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Und also muss der Staat dafür sorgen, dass jeder genug zu fressen hat, damit wir eine moralische Bevölkerung haben. Und dann klappt es ja auch mit der Moral im Finanzwesen vielleicht. Also, unabhängiger machen. Und das Zweite ist, wir müssen eine Aufklärung haben, dass die Bevölkerung, die ja darunter leidet, wie unser Finanzsystem ist, es auch versteht. Weil wenn es zu kompliziert ist, dann hat die Bevölkerung nicht die Macht, sondern die Experten. Und darum geht es ganz massiv, dass die Aufklärung da ist, weil dann wäre das Letzte auch gar nicht passiert. Wenn ich wüsste, was für ein Subprime-Kredit und dergleichen bedeutet hat, dann hätte ich ihn damals nicht gekauft. Die Leute haben es aber nicht verstanden. Und das heißt, das Einzige, was uns wirklich nachhaltig auch für die Zukunft vor Krisen schützt, ist ein massiver Bildungsstandard. Damit die Leute wissen, wie ihr Leben funktioniert und nicht irgendwelche Steuerexperten brauchen, nicht irgendwelche Finanzexperten und am Ende noch nicht mal die Macht über ihr eigenes Leben haben. Ihr Applaus. Gegen klüger werden haben Journalisten nie was, weil sie glauben, dass sie Mittel dazu haben, wie man klüger werden kann. Aber mein Kollege nimmt mir vielleicht nicht krumm, wenn ich noch einmal das Stadtoberhaupt vorziehe, weil sie los müssen. Sie hatten sich aber gemeldet, Herr Feldmann. Hatten Sie nicht? Ich wollte auch Sie fragen, wie wir aus allem Schlamassel wieder rauskommen. Naja, wir hören auf Ihren Rat. Ja, natürlich. Das ist schön. Also ich sehe es so, dass wir in der Tat primär das Problem haben einer ganz massiven Vertrauenskrise. Ich glaube nicht, dass wir zurückkommen, ich habe das eingangs gesagt, ich habe dieses Beispiel des alten Bankbeamten gebraucht, dass wir da zurückhören. Ich glaube auch nicht, dass wir zurückkommen in eine Situation, die ich noch von meinem Großvater geschildert bekommen habe, der Aktien zum Beispiel seiner Firma gekauft hat, weil es für ihn selbstverständlich war, das war für ihn eine Anlage wie ein Sparbrief, da hat er sich informiert und da gab es eine bestimmte Dividende, die lief über Jahre und dann hat man das eben gekauft wie irgendein anderes Papier. Das heißt, diese Idee, dass eine Aktie per se ein Zockerinstrument ist, die ist relativ frisch, die ist neu. Es ist in dieser Massivität, in dieser Härte, in der älteren Generation zum Teil nicht bekannt. Also Leute haben früher, wie sie einen Sparbrief gekauft haben, eine VW-Aktie gekauft. Und das war vollkommen normal, dass man in jedem Haushalt eben von der Firma, wo man gearbeitet hat, eine Aktie hatte. Und diese Vertrauenskrise macht sehr viel kaputt.
Sie macht zum Beispiel kaputt, dass eine Bank sich überhaupt vorstellen kann, einer anderen Bank über eine Nacht, also in diesem Overbanking Trade, in einer Nacht Geld zu leihen. Das heißt, die Banken untereinander sind sowas von misstrauisch, sowas von übertrieben sensibel an dem Punkt, dass eine Grundstruktur von Vertrauen weiter unterhöht wird. Die Frage ist ja, was ist die Funktion von Banken und von Finanzsystem? Die Funktion von den Banken und vom Finanzsystem ist aus meiner Sicht, dass man eben, ich war eben bei dem Häuslebauer, dem zum Beispiel einen Kredit gibt, damit er die Chance hat, ein Haus zu bauen. Dass man jemand, der meint, als Landwirt, er braucht einen landwirtschaftlichen Trecker, dass er die Möglichkeit hat, einen zu kaufen. Dass jemand, der in Maschinenbau investiert, sagt, ich kann mir eine Maschine kaufen, obwohl ich das Geld noch nicht habe, aber ich brauche es für meine Firma. Das ist die Rolle von den Banken, sowas zu investieren. Nun bin ich der Auffassung, dass wir in der Tat nicht zu diesen Bankbeamten zurückkehren mit dem Ärmelschoner, die sich ähnlich wie ein Kommunalbeamter vielleicht angerieren. Aber was ich mir schon wünsche, wovon ich träume, wieder etwas mehr von dem Alten. Ich glaube, er hat eine Antwort gegeben. Er hat gesagt, wir sollen die Prinzipien des ehrbaren Kaufmanns wiederbeleben. Und das war etwas Ähnliches, was unter anderem auch Professor Schmidt gesagt hat. Das Casino zumachen. Und ich habe das Gefühl, deshalb breche ich hier nochmal eine Lanze für die andere Seite, dass diese Botschaft noch nicht vollständig angekommen ist. Aber das, was Sie jetzt von Occupy gesagt haben, zumindest zum Teil angekommen ist. Mir hat Herr Fitschen von der Deutschen Bank hier schräg gegenüber zugesagt, dass ich an dieser Veranstaltungsreihe noch beteiligen werde. Einen schönen Abend. Also. Herr Papau. Ja. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Sie haben noch mehr zu tun. Ein Anschlusstermin, hat er ja gesagt. Herr Plathaus, ich weiß nicht, ob ich Ihnen auch die Frage stellen soll, wie kommen wir aus der Krise raus? Wir sind als Journalisten, wir haben nicht geahnt, dass es die Krise gibt. Und vielleicht sind wir Analytiker, aber nicht diejenigen, die Rat geben sollen. Wenn Sie es beantworten möchten, gerne. Trotzdem, sonst würde ich gerne von Ihnen wissen, gibt es auch eine Krise der Kapitalismuskritik? Gibt es ein bisschen eine Gedankenarmut, wie man die herrschenden Zustände überwinden könnte? Es ist ja leicht im Moment, angesichts dessen, wie wir im Moment diskutieren, und wohl feil zu sagen, was alles schlecht läuft. Aber es ist ja in der Tat sehr viel schwerer, sich eine Alternative auszumalen. Die eine Alternative, die wir vor 89 östlich der Elbe hatte, die will ja keiner mehr. Es hat trotzdem unmittelbar miteinander zu tun, beide Fragen, die Sie mir gestellt haben. Ich habe natürlich kein Rezept, wie man aus der Krise rauskommt. Das gebe ich ganz offen zu. Ich fürchte, das hat aber tatsächlich kaum jemand. Ich weiß allerdings ganz sicher, wie man aus der Krise nicht herauskommt, wenn man sich dem Gespräch darüber verweigert. Und das ist in der Tat eines der großen Probleme, was ich bei all diesen Debatten sehe und was natürlich auch sich heute hier völlig unabhängig davon, ob jetzt tatsächlich noch ein Vorstandssprecher der Deutschen Bank im Rahmen dieser Veranstaltung auftreten wird. Es ist schon ein Armutszeugnis, wenn bei einer Diskussion wie dieser es nicht möglich ist, und ich weiß, dass das über Wochen hinweg probiert worden ist, einen Bankenvertreter hier auf dieses Podium zu bekommen. Und darin sehe ich eines der großen Probleme, es ist ein Legitimationsproblem. Alle Leute, die mit Wirtschaft etwas zu tun haben, und das heißt wir alle, müssen in gewisser Weise für das eintreten, was wir tun. Das müssen wir als haushaltsführende Menschen tun, indem wir legitimieren, was wir mit dem Geld, was wir dankenswerterweise aus irgendwelchen Quellen bekommen, anfangen. Und das muss genauso natürlich auch ein Bankenvertreter tun, dass er darüber Rechenschaft ablegt, wie ist es verwendet worden. Oder wenn etwas schief geht, dass er uns zumindest zu erklären versucht, was daran schiefgelaufen ist. Und dafür, finde ich, ist die Kapitalismuskritik in der Tat da. Sie soll benennen, was am Kapitalismus nicht funktioniert. Kritik ist per se nicht dazu da, es besser zu machen. Der Vorwurf an einen Kritiker, ja, Sie können es doch überhaupt nicht besser, das ist Nonsens. Das ist nicht sein Job, muss man ganz ehrlich sagen. Missstände zu benennen ist etwas Hochverdienstvolles. Darauf Antworten zu haben, wäre wirklich großartig, nur es wäre in gewisser Weise auch Hybris, denn dann hätten wir natürlich überhaupt kein Problem. Wenn es die Leute gäbe, die das Problem sehen und die Lösung dafür parat haben, dann hätten wir wirklich perfekte Menschen. Es kann aber eben nur eine verteilte Rolle in dieser Beziehung geben. Es gibt Praktiker und es gibt Theoretiker, und die Theoretiker müssen den Praktikern eben sagen, was in gewisser Weise die Maximen ihres Handelns wahrscheinlich sein sollten. Und die Praktiker müssen dann erklären oder dürfen auch erklären, warum das vielleicht nicht funktioniert. Aber, und da bin ich jetzt wieder am Anfang, dafür muss man gemeinsam hier sitzen, um darüber zu reden.
Okay, vielen Dank. So. Dass wir gemeinsam reden, nehmen wir an dieser Stelle jetzt ganz wörtlich. Wir haben jetzt 1,5 Stunden diskutiert und Sie mussten zuhören. Aber es ist jetzt die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen. Und ich wollte den Standardsatz sagen, die erste Frage ist immer die schwerste, aber sie ist gar nicht schwer. Die Dame reicht Ihnen ein Mikrofon. Und wenn Sie mögen, sagen Sie doch kurz, wer Sie sind. Ja. Und das ist ein, zwei. Ja, man hört sie. Meine Stimme versagt mir schon etwas. Ich war heute schon auf einer ganz engen Veranstaltung. Sorry. Kurze Vorbemerkung. Ich habe 2 Anmerkungen und 3 Fragen. Ich will es nicht langweilen, ich sage es vorher. Kurze Vorbemerkung. Was mich stört in allen Diskussionen, es geht nicht um Ethik, es geht um Ethik. Aber vor allem geht es um Verantwortung. Es geht um Verantwortung darum, in allen Bereichen, auch im Bankbereich, im Politikbereich auch, dass jeder für seine Entscheidungen haftet. So. Jetzt nur so 2 Vorbemerkungen. Wir können schon lange darüber diskutieren, da reicht die Zeit nicht, ich mache es ganz kurz. Also Verantwortung? Verantwortung. Also erste Vorbemerkung. Ich kenne Griechenland seit 35 Jahren und ich bin in großer Sorge. Es geht nicht um Deutschland gegen Griechenland, es geht nicht um, weiß ich, Jung gegen All. Es geht um Probleme, die hier angesprochen wurden. Und wenn man Lösungen ernsthaft finden will, ist es nicht so schwierig, weil viele Fakten bekannt sind. Kurz nochmal zu Griechenland. Demokratie in Gefahr. Die Parteien dort. Es gibt rechtsradikale Parteien, die in Umfragen zurzeit bei 25% liegen, eine andere bei über 10%. Rechnet man sich das zusammen, dann ist man fast schon bei Weimar. Also das bitte ich wirklich mal im Kopf zu behalten. Ja? Das sind die 2 Vorbemerkungen. Jetzt zu den 3 Punkten. Sehr wohl. Sie haben die Vermögensverteilung angesprochen. Das ist ein ganz, ganz gravierendes Problem, weil nämlich wir auf der einen Seite eine exorbitante Anhäufung an Vermögen haben, und zwar ist das systemisch bedingt durch unser Zins- und Zinseszinssystem. Auf der anderen Seite, wenn wir es global betrachten, haben wir Menschen, die hungern, und wir haben Menschen in Europa, die hungern, in Spanien, die zu Suppenküchen wieder gehen, in Griechenland, die auf die Straße gesetzt werden. Wir haben Leute, die hungern in Deutschland. Seien Sie so gut, stellen Sie Ihre Fragen, und, wirklich, weil auch noch andere sich melden und wir alle schon so einen langen Tag hinter uns haben. Erster Punkt, dass das Geld dahin kommt, wenn Sie Lösungen wollen, dann hören Sie mir bitte zu. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen Privatvermögen begrenzen, das heißt Milliardäre. Das heißt nun nicht den eigenen, sondern das heißt, dass wir dieses Geld in produktive Sektoren lenken. Also nur die Auflage machen, wenn du mehr als 50 Millionen Privatvermögen hast, dann muss das in einen produktiven Sektor, den Aufbau der Gesellschaft. Also Ihre Frage ist, soll man Vermögen zwingen sozusagen, dass sie investiert werden? Zweite Frage. Zweiter Punkt, wir müssen offen diskutieren. Jeder Ökonom hat eine andere Meinung. Zum Beispiel sind Systeme wie Geldsysteme ohne Zins, sind die machbar oder nicht, also nicht esoterisch, sondern wirklich ökonomisch diskutiert. Dritter Punkt, ich mache es ganz schnell, wir müssen sehen, dass die Politik wieder den Primatgewinn über die Finanzmärkte, also Regeln setzt, und wir müssen sehen, dass die Politik den Primat über die Banken gewinnt, und auch wir müssen offen diskutieren darüber, ob es Sinn macht, dass die öffentliche Hand, wir alle als Staat, als Gesellschaft, die Politik des Primat hat zur Geldschöpfung. Ja. Stellen Sie Ihre Frage. Ja. Das bitte ich als in die Diskussion hier zu okay. geben. Also, wir geben das in die Diskussion. Nein, lassen Sie wirklich. Wir müssen jetzt weitermachen. Verzeihen Sie, aber es ist wirklich... Der letzte Punkt ist, das Volk muss das Primat über die Politik wieder gewinnen. Ja. So, okay. Schluss. Also, so, ein kleiner Co-Vortrag. Aber eine Frage war ja in der Tat, und die ist an Sie zu richten, Herr Deutschmann, Professor Deutschmann. Vermögensabgabe zweckbinden in Investitionen? Eigentlich, wenn Sie sagen Steuern, dann liegt es beim Staat, was er mit dem Geld macht. Und er wird damit Schulden abbauen, oder? Also der Sinn so einer Vermögensabgabe bestünde erstmal da in dem Schuldenabbau natürlich. Nicht? Dass überhaupt erstmal wieder die Handlungsfähigkeit des Staates hergestellt wird. Also wie man Vermögen in
produktive Zwecke lenkt, das kann ja nicht in erster Linie die Aufgabe des Staates sein. Das kann die Wirtschaft im Allgemeinen eben schon noch besser. Aber ich glaube, ja. Nee, sagen Sie. Also ich glaube, dass das Hauptargument ist, würde ich zustimmen, was Sie gerade gesagt haben. Also es ist in der Tat so, natürlich Vermögensverteilung, es muss ein gewisses Maß an Ungleichheit geben. Wenn also eine dynamische Wirtschaft, die braucht Ungleichheit. Aber die Ungleichheit ist heute, die Vermögensungleichheit ist derart aus dem Ruder gelaufen, dass man beim besten Willen bei diesen horrenden Unterschieden in der Vermögensverteilung kann man beim besten Willen nicht mehr von einer sinnvollen, produktiven Funktion dieser Unterschiede sprechen. Also man kann es vereinfacht so sagen, wir haben eine kleine Schicht, wir haben eine große Mehrheit der Gesellschaft, die hätten gerne mehr Geld und die würden auch gerne das Geld ausgeben und dafür arbeiten, wenn es die Arbeitsplätze gäbe. Und eine kleine Minderheit, die haben so viel Geld, dass sie es weder investieren noch konsumieren können. Das ist das Problem. Also das ist im Grunde genommen, die Vermögensverteilung ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Das ist jetzt eine spannende Frage, wie man eine Vermögensabgabe gestalten könnte, dass sie auch ertragreich ist. Ganz kurze Antwort, weil wir die nächste Frage schon haben. Man muss auch ganz dazu sagen, es gibt unglaublich viele Lösungsansätze, die habe ich auch alle bei viele davon gehört, die werden mehr oder minder alle funktionieren. Das große Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, dass wir nicht genug Mut haben, um eins davon mal auszuprobieren, genau daran hapert es eigentlich, nicht an den Vorstellungen, wie es sein könnte, sondern an der Durchführung davon. Gut, jetzt haben Sie sich zu Wort gemeldet und eingedenk der Kritik am Vorredner, fassen Sie sich bitte kurz. Ich möchte das Podium fragen, wie wir die tiefere Ursachenebene eingehen können, ohne dass die Kur an den Symptomen nichts wird, nämlich, dass die Zentralbanken weit über das Realwachstum der Wirtschaft hinaus Geld produziert haben, was sie dann in ihren Vermögenskreisen wiederfinden, weil es nicht in die Realwirtschaft funktioniert. Eine Zahl dazu, bis 2010 hat die EZB 6% jährlich einen Geldmengenüberschuss produziert. So, das ist eine konkrete Frage an den Finanzwissenschaftler ganz außen. Professor Schmidt notiert sich noch die Frage. Jetzt, der Saal wartet auf Ihre Antwort. Wie kann man Ihre Frage begreifen? Wie soll ich Ihre Frage begreifen? Soll man etwas dagegen tun, dass die Zentralbank, die Europäische Zentralbank in der aktuellen Situation etwas dagegen unternimmt, dass Länder pleite gehen und unter noch stärkere Spardiktat gezwungen werden? Ich glaube, viele meiner Kollegen sind der Meinung, das müsste passieren. Ich bin der Meinung einfach nicht. Die Vorstellung, dass das Wachstum der Geldmenge per se ein riesiges Problem ist, ist herkömmlicher Geldtheorie geschuldet, die einfach einen Zusammenhang zwischen Geldmenge und Preisniveau konstatiert, ein Zusammenhang, der sehr mechanisch ist, der gilt zumindest seit 15 Jahren empirisch längst nicht mehr. Das ist in der Tat allgemeines Aufströmen. Ich habe meine Zweifel. Die Vorstellung, Geldmengen... Er ist noch nicht dran. Also wir bleiben Geldmengenwachstum ist nicht dasselbe wie das, was Herr Deutschmann angesprochen hat, Vermögenswachstum. So, das sind zwei sehr unterschiedliche Phänomene. Ihr Problem ist von Ihnen angesprochene Problem ist meines Erachtens das größere. Eine anständige, gut funktionierende Zentralbank hat in der Tat technisch verblüffend gute Möglichkeiten, Geld wieder einzusammeln, wenn es denn unter Inflations- oder Beschäftigungsgesichtspunkten angebracht wäre. Ich meine, im Moment wäre es nicht angebracht. Aber wir haben keine Inflationsgefahr, sondern wir haben eine andere Gefahr. Also, übrigens, wir wollen ja heute Abend die großen Fragen erörtern, aber das ist eine ganz praktische für die, ob Sie sich, sofern Sie das Vermögen haben, eine Eigentumswohnung kaufen sollen, um auf diese Art und Weise durch eine Flucht in die Sachwerte der Inflation vielleicht zu entgehen. Sie sagen, es droht keine Inflationsgefahr, sagen auch andere in Frankfurt. Natürlich. Jetzt würde ich aber doch gerne, wenn Sie es einmal Es tut mir insofern leid, weil Geld ist natürlich auf Vertrauen basierend. Das heißt,
Es ist ein Zwischentauschmittel. Und wenn ich das Geld, was ich bekomme, dem ich vertraue, dass es genug, also ausreicht, dann steigen meine Preise, weil ich mehr haben möchte. Das heißt, wenn ich den Eindruck habe, dass zu viel Geld am Markt ist, und das ist es nun mal, in der ganz normalen Realwirtschaft, dann haben wir auch die Gefahr, dass die Preise entsprechend steigen. Und da irgendwann kann es auch den Vertrauensbruch geben, dann haben wir die Inflation. Geld ist nicht mehr als eine Vertrauenssache. Und das zeigen ganz viele Regionalwährungen, das zeigen Geldsysteme, die irgendwie anders funktionieren als das jetzige, das nicht über Zentralbanken gesteuert ist, weil unsere Zentralbank macht genauso wie andere Zentralbanken auch viele Fehler und verheimlicht sie vor uns. Gut, und also Sie sagen, es droht keine Inflation, Sie sagen, kann aber doch sein. So ist das bei den Experten. Aber jetzt nehmen wir die nächste Wortmeldung, das sind Sie. Ich hab zwei Fragen. Erstens richtet sich eine Frage an Occupy und die Kritik von Occupy. Und zwar habe ich euch richtig verstanden, dass ihr euch eigentlich wieder eine soziale Marktwirtschaft zurückwünscht, in der man am Standort Deutschland wieder der Gewinner des Wettbewerbs ist und in der Ausbeuter schon in der ausgebeuteten Position sich befindet. Wenn, das ist die eine Frage, ich fasse mich kurz. So, und die andere Frage ist, wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass man nicht geschichtsvergessen sein darf und sich aus den Krisen von 31 beispielsweise lernen muss. Was da meiner Ansicht nach komplett rausfällt, ist, dass die Kapitalismuskritik, die 31 angebracht wurde, eine absolut antisemitische war. Das bedeutet, es wurde sich auf eine kleine Gesellschaftsgruppe, die irgendwie als Sündenbocke herhalten müsste, fokussiert und beschränkt. Und heute passiert einfach exakt dasselbe, nur dass man nicht mehr Juden sagt, sondern Denker. Und wenn man jetzt eben eine Ethik fordert, dann ist es schon wieder antisemitisch. Das ist eine sehr grundsätzliche erste Frage und eine sehr grundsätzliche steile These. Die Frage war an Sie gerichtet, die erste. Und zu der These kann ich vielleicht Herrn Platthaus oder auch Herrn Schmidt zu Wort. Also ich habe gesagt, ich bin bei der sozialen Marktwirtschaft vielleicht ein bisschen in der Minderheit. Das hat aber auch damit zu tun, dass soziale Marktwirtschaft ein unglaublich schwammiger Begriff ist. Und ich habe danach formuliert, was ich mir darunter vorstelle. Und das bedeutet einfach, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass in manchen Situationen Marktwirtschaft sein kann und in anderen Situationen eben nicht. Das ist meine Definition davon. Tatsache ist, wir haben gewisse Probleme und wie ich auch sagte, es gibt viele unterschiedliche Lösungsansätze. Wie weit wir in diese Lösung reingehen, das muss eine gesellschaftliche Debatte irgendwie wieder führen. Und dann, keine Ahnung, wenn wir 3 Schritte in die Richtung gehen, bin ich zufrieden. Wenn wir 5 gehen, bin ich zufrieden. Ne? Und von daher geht es vor allem darum, dass man dieses den auch schwammigen Begriff Gemeinwohl oder auch die Gemeinschaft einfach wieder als wert ansieht. Weil, ganz ehrlich, das, was das Leben lebenswert macht, ist also Liebe, Freundschaft und Selbstwertgefühl, ist dann wertlos, wenn ich Geld dafür bezahle. Komischerweise verbringen wir den Großteil unserer Lebenszeit damit, Geld zu akkumulieren. Also von daher muss ein Umdenken stattfinden und das ist, glaube ich, die Hauptkritik von allen Leuten in der Occupy-Bewegung, dass wir als Bevölkerung, jeder Einzelne für sich, von diesem Profitmaximierung, von diesem Profitgetriebenen endlich wegkommt und andere Werte in der Gesellschaft wieder da sind, die man verfolgen sollte. Wie man das dann macht, ist dann die Diskussion. Herr Platthaus, die These Krisenbewältigung laufe, indem man Sündenböcke suche und mal seien es die, mögen Sie? Ich finde es sehr schwer vergleichbar, eigentlich auch unsinnig ist zu vergleichen, denn wenn wir uns ansehen, es gab nicht nur antisemitische Kritik 1931, es gab auch sehr fundierte Kritik an den Banken und darüber kann man natürlich sofort reden. Die antisemitische Kritik war Nonsens, weil sie das Verhalten vielleicht von einigen jüdischen Bankiers auf eine ganze gesellschaftliche Gruppe übertrug. Völlig egal, wie gerechtfertigt die Vorwürfe gewesen sein sollen oder nicht. Der Vorwurf an eine Berufsgruppe, bei der nun tatsächlich einiges schiefgegangen ist, ist berechtigt. Dieser Diskussion muss man sich stellen. Nur es ist natürlich grotesk zu sagen, da hat irgendjemand Mist gemacht und zufälligerweise hat, der Metzgermeister, von dem man eine Gemeinsamkeit mit dem, also ist der mit Schuld. Dass ich dagegen aber allemal darüber reden kann, dass vielleicht die Angehörigen einer Berufsgruppe wie Banken sich Kritik aussetzen sollen, ist mal völlig unabhängig davon, dass die Kritik, die heute hier an Banken geübt wird, überhaupt nicht vergleichbar ist mit denen, die 1931 teilweise in völlig aufgeheizten Diskussionen oder sowas geübt wurde, wirklich das beiseite gelassen. Aber ich sehe wirklich überhaupt keine historische Kontinuität im Suchen nach Sündenböcken da. Okay, vielen Dank. So, ich kann Sie im Gegenlicht nicht ganz erkennen, aber da ist das Mikrofon. Stellen Sie bitte Ihre Frage. Also meine Frage ist, im Augenblick habe ich den Eindruck, dass die Banken schon längst wieder auf ihrem hohen Ross sitzen und davonreiten. Wie
wie soll man überhaupt Regeln aufdrücken, wenn die gleichzeitig mit der gespannten Pistole vor der Gesellschaft stehen und sagen, wir erschießen euch, wenn ihr uns Zügel anlegt? Gut, da kommen Sie im Grunde zu der Ausgangsfrage zurück, die über dieser ganzen Diskussionsreihe steht. Ist die Demokratie im Würgegriff der Finanzmärkte? Das fragt man am besten den Soziologen. Ja, also in der Tat, wir haben ja das Thema Demokratie ist ja bisher noch kaum angesprochen. Es ist gut, dass Sie das jetzt noch in die Diskussion hineinbringen. Das war ja ein so weites Feld heute Abend. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja, also es ist vollkommen richtig, die vielen guten Vorsätze zur Bankenregulierung, also gleich 2009 sind ja sehr weitreichende Beschlüsse auf der G20-Tagung gefasst worden. Da ist bisher fast nichts umgesetzt worden, ganz, ganz wenig nur umgesetzt worden. Die vielen Steueroasen, also die Schweiz mal abgesehen, dank dieser CDs tut sich da jetzt etwas, aber es gibt ja noch viele andere Steueroasen auf der Welt. All da ist praktisch überhaupt nichts passiert und das zeigt, dass eben die demokratischen Staaten offenbar in diesem Punkt schwach und anfällig sind. Sie sind eben besonders anfällig gegen den Druck ihrer Finanzlobby. Also wenn ihr jetzt euch, die eben immer mit dem Punkt kommt, wenn ihr jetzt schärfere Regulierungen befürwortet, dann schädigt das unsere nationale Konkurrenzfähigkeit in unserer eigenen Finanzindustrie. Und daran sind alle diese Regulierungsversuche gescheitert, weil es zu keinem koordinierten Handeln nicht, zwischen den Regierungen kommt. Also insofern, das Grundproblem ist die Demokratie, die Staaten sind bisher weitgehend immer noch, selbst in Europa, überwiegend national, dagegen die Wirtschaft ist eben europäisch, global, transnational, hat deswegen immer andere Möglichkeiten, hat andere Optionen, kann immer ausweichen. Und deswegen ist es natürlich vollkommen richtig im Prinzip, dass, also da in dem Punkt muss man auch Merkel und Schäuble unterstützen, wenn sie sagen, wir müssen die Politik auch danach ziehen. Wir müssen auf europäischer Ebene die Politik besser vernetzen, also stärker integrieren. Nur das Falsche, wie sie das machen, scheint mir daran zu liegen, es ist fatal, wenn mit der Europäisierung der Fiskalpolitik immer nur das Ziel verknüpft wird, bessere Kontrolle, Sparmaßnahmen, Kürzungsmaßnahmen, Disziplinierung der nationalen Haushalte. Das eigentliche Ziel müsste darin bestehen, endlich mal diesen Wettlauf auf der Steuerebene, diesen Abwärtswettlauf auf der Besteuerung der Kapital- und Vermögenssteuern zu stoppen, also zu einem koordinierten Handeln auf der Einnahmeseite zu kommen. Also das heißt, Europa rein zu sichern, dass endlich mal auf Kapital- und Vermögenseinkommen angemessen besteuert werden, egal ob das Kapital in Berlin, Athen oder Paris. Das jetzt nehmen wir das mit sozusagen in die Liste der Lösungsvorschläge auf, die wir vorhin hier ein bisschen erarbeitet haben. Ich muss jetzt gucken, wo noch Wortmeldungen sind. Wir wollen langsam zu einem Ende kommen. Also ich verlasse mich da auf die Damen. Wir haben jetzt, Sie haben sich gemeldet und Sie beide noch. Und dann würde ich sagen, dann machen wir noch vier Fragen und dann beenden wir das. Sie haben ja auch vielleicht noch Gelegenheit, mit den Experten hinterher im Zweiergespräch zu sprechen. Sie melden sich zu Wort, Sie und Sie beiden hier in der zweiten Reihe. Damit würden wir die Fragerunde beenden. Bitte schön. Ja, mein Name ist Herold Winsack. Ich bin also eifriger Fastleser und auch Schreiber, wenn ich meine Leserbriefe als solches achten soll. Ich erlaube mir die Bemerkung auf Ihre Frage vorhin, was die FAZ als solche, als Medium wohl dazu beigetragen hat, zu dieser Krise, wenn ich Sie verstanden habe. Ihre Antwort fand ich ein bisschen schwach, weil ich mir schon Gedanken darüber mache, über die Rolle der Ideologie, der sich der FAZ offensichtlich gar nicht bewusst sein möchte. Also ich habe jetzt also Beiträge im Kopf, die noch kurz bis nach der Krise zu lesen waren, die da etwa lauteten. Im Prinzip ist das alles alternativlos gewesen, weil der möchte denn zurück vor die Globalisierung. Das heißt, da hat man die Finanzsituation und Globalisierung als ein und dasselbe gesehen. Das ist der eine Punkt, also sagen wir mal, die Rolle der Ideologie als Motor dieser ganzen Geschichte wird einfach nicht beleuchtet. Und dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Antisemitisch ist diese Kritik womöglich genau deswegen, nicht weil sie die Banker als neue Juden ausmacht. Professor Sinn hat es etwa so gemeint wahrscheinlich, ich meine es nicht so, sondern ich meine, weil man die Kritik auf das System scheut und lieber auf irgendwelche Gruppen zurückgeht, die man als die Haupttäter denunziert, also der man Täter sucht. Aber das System ist der Täter.
Das zweite ist, wenn man in Griechenland Migranten auf offener Straße jagt und die Polizei dabei zuschaut, dann ist das nicht weit von Weimar. Und insofern ist auch die praktische Kritik am Antisemitismus nicht obsolet. Gut, also wir haben drei Aspekte in Ihrem drin. Das eine ist, dass Sie sehr viel grundsätzlicher mit der Wirtschaftsordnung ins Gericht gehen, als selbst hier der Kollege von Occupy, der sagt, die Alternative zum Kapitalismus kann die soziale Marktwirtschaft sein. Ja, wir haben Sie verstanden. Ich muss einfach dazu sagen, die Alternative wurde einfach noch nicht entwickelt. Tatsache ist, ein Sozialismus funktioniert nicht, ein Kapitalismus funktioniert nicht, und dann müssen wir uns hinsetzen und mal was Neues erschaffen. Anstelle immer drüber nachzudenken, Bleiben Sie gelassen. Ja, die zweite Frage war noch einmal die Sündenbock-Frage. Sucht man Sündenbocke, weil eigentlich das System falsch ist? Dazu hat Herr Platthaus, glaube ich, gerade schon etwas gesagt. Bitte, Herr Schmidt. Also mich beschäftigt die Sache mit dem Sündenbock schon einigermaßen. Ich habe mal wegen einer Publikation die sogenannten Pecora-Hearings gelesen. Pecora war ein amerikanischer Senator, der die Kommission angeführt hat, die für die Finanzkrise 30 bis 32 untersucht hat, was da passiert ist. Das war ein derartiger offener Antisemitismus, dass man nur sagen kann, zum Glück ist daraus nicht noch viel Schlimmeres geworden. Ich habe auch einigermaßen ausführlich gelesen den Bericht einer Kommission des amerikanischen Repräsentantenhauses über die Entstehung der jetzt 2008 der Krise, die 2008 ihren Höhepunkt gehabt hat. Und ich muss sagen, das ist genau dasselbe Muster, nämlich man insinuiert für eine Gruppe von Wirtschaftssubjekten, von Menschen irgendeine Schuld und gibt sich überhaupt keine Mühe zu argumentieren, warum das irgendwie wirklich mit Schuld zu tun hat. Zu den Pecora-Hearings sind später Veröffentlichungen entstanden, wo schlicht und einfach für Seite gezeigt worden ist, wie die Evidenz verfälscht worden ist, wie gelogen ist. Das muss man schon wirklich ernst nehmen. Sie hatten die Frage aufgeworfen, was soll man denn machen, wenn die Banker sagen, wenn ihr uns mehr reguliert, dann wandern wir ab oder dann vergeben wir keine Kredite. Sie sagten es so schön, dann erschießen wir euch. Das ist natürlich eine heikle Sache. Man muss als jemand, der von gedachter Regulierung betroffen ist, natürlich auch sagen können, was man von dieser Regulierung hält und warum das unsinnig ist. Und es ist verdammt schwierig für die Öffentlichkeit zu unterscheiden, was ist purer Lobbyismus und was ist ein sachgerechtes Argument. Aber da hilft nur eins, Diskussionen, offene Diskussionen, relativ herrschaftsfreie Diskussionen, Veranstaltungen wie diese. Professor Deutschmann, und dann gebe ich weiter. Hier noch eine kleine Anmerkung. Also ich halte auch überhaupt nichts von dieser moralisierenden Kritik an den Bankern, weil ich glaube, dass da auch ein gut Stück projektives Element von der Seite des Publikums drinsteht. Man muss ja noch an die Kunden dieser vielen Investmentfonds denken. Die Konkurrenz um die Kunden, die hat die ja dazu gebracht, die Renditeforderungen ständig in die Höhe zu schrauben. Die Kunden wollten, haben wir vergleichen ja immer, wer bringt mir 0,1% mehr Rendite, und wenn der mir das nicht verspricht, gehe ich eben zum anderen. Also das heißt, die stehen von der Seite der Kunden her unter Druck, und das ist ein gutes Stück Projektion schlicht da drin. Sie hatten noch zur Zeitung selbst gefragt, jetzt sehe ich den Frager gar nicht mehr. Wir haben vorhin schon ein bisschen erörtert, dass natürlich auch die Journalisten die Krise nicht in dieser Breite geahnt haben. Es hat Artikel gegeben über die heiklen amerikanischen Kredite, die gab es 2005, 2006. Aber natürlich ist es nicht erahnt worden, dass die Krise diese Dimension haben kann. Das gilt aber, denke ich, für andere Zeitungen auch und auch fürs Öffentlich-Rechtliche und für Fernsehen und was es da noch gibt. So, jetzt hat zwei Herren zu Wort gemeldet und wir wollen dann langsam wirklich zu einem Ende kommen. Der Tag ist lang und wir haben inzwischen 9:30. Bitte schön. Ja, also ich versuche es ganz kurz zu machen, um lediglich eine Frage zu stellen, nämlich zur Ursache oder zu den Ursachen. Es gibt ja nie eine Ursache der Finanzkrise oder Bankenkrise. Und die Frage lautet ganz einfach, welche Rolle spielt Wirtschaftskriminalität bei dieser Krise? Also sprich Insolvenzverschleppung, Bilanzfälschung, Betrug, Untreue, Bankrott und so weiter. Gut, klare Frage, klare Antwort von
Sie nehmen das Mikro schon in die Hand. Also ganz klar, kann man, nach und nach kommen sämtliche Skandale raus, der Libor-Skandal und so weiter und so fort. Tatsache ist, die Krise hat auch natürlich Verantwortliche. Also es liegt natürlich im System, das Bankensystem, das Finanzsystem ist mitverantwortlich, aber es wird von Menschen getragen, die sich da auch falsch verhalten haben. Beides ist irgendwo mit drin und es gibt keinen Hauptschuldigen. Und wie Sie es beschrieben haben, dass wenn jetzt die Anleger zum Banker kommen und der Banker ja nur den Wunsch vom Anleger und so weiter umfügt, am Ende hat keiner mehr Verantwortung, weil wir sie immer weiterreichen. Der oben in der Bank hat auch keine Verantwortung, weil der macht ja auch nur, was die Aktionäre wollen und so weiter und so fort. Am Ende ist jeder so ein bisschen schuld und keiner übernimmt sie. Und da müssen Konsequenzen gezogen werden, sowohl bei jedem Einzelnen, als auch bei den Leuten, die eben diese Skandale und die Wirtschaftskriminalität massiv ausgenutzt haben. Da brauchen wir es doch gar nicht kleinreden. Da gehören ganz sachliche Strafverfahren, die bis ins Kleinste reingehen und nicht so wie hier in Hessen dann vor irgendwie 50 Finanzbeamte, die bei der Commerzbank reingehen, auf einmal dienstunfähig gestellt werden. Was auch ein Skandal ist und wo man schon wieder sieht, dass diese wirtschaftliche Verflechtung von Politik und Finanzwirtschaft viel zu dick ist, um mit dem aktuellen System da irgendwie durchzukommen. Klare Frage, klare Antwort und dann hatten Sie sich gemeldet. Mein Name ist Hajo Köhn, ich bin Sprecher von Occupy Money, wir sind auch aus der Occupy-Bewegung entstanden. Ich kann mir eine Kritik am Podium, kann ich mir nicht ersparen. Ich bin heute hierher gekommen, um etwas über den Würgegriff zu erfahren und das ist mir zu kurz gekommen. Sie haben zum Beispiel ESM nicht thematisiert, als Beispiel, wie Würgegriff institutionalisiert wird. Ich bin darüber sehr enttäuscht, was die Moderation angeht. Das konnte ich mir nicht ersparen. Ich würde auch noch eine Frage stellen. Könnten Sie sich vorstellen, dass im Sinne einer Bürgergesellschaft über eine solche Veranstaltungsreihe hinaus eine institutionalisierte Form von Stadtgesellschaft, ich nenne das mal Forum, entwickelt wird, wo die Stadtgesellschaft sich einbringen kann, um systemische Wechsel zu diskutieren, vorzubereiten, Alternativen zu diskutieren und systemisch sich auch im demokratischen Austausch zu entwickeln? Frage 1. Zum Zweiten, ich hätte Sie gerne eingeladen, am Mittwoch machen wir selbst eine Veranstaltung mit den beiden großen Kirchen zum Thema Lebensmittelspekulation. Wir arbeiten an der Perspektive Fairtrade Town für Finanzprodukte. Weswegen dieses Leben? Das Gute an Frankfurt ist, sie haben schon ausgehend aus der Fairtrade-Bewegung sich selbst gelabelt. Was fehlt, ist das auf die Finanzmärkte rüberzuhebeln. Dieses gute Beispiel. Daran wollen wir arbeiten, würden, Frage an das Podium, Sie es als gegeben ansehen, dort mit allen Beteiligten sich an dieser Perspektive mitzuentwickeln. Und kleine in der Matthäuskirche, ich mache es andersherum, wir haben unten einen Bücherstand. Das ist ein klarer Hinweis. Dann nehmen Sie bitte entsprechende Informationen mit. Also, die Frage war, ob es ein dauerhaftes Forum geben könnte oder weitere Foren. Ein bisschen beantwortet es ja sozusagen der Veranstalter, denn dies war die Auftaktveranstaltung zu einer Reihe von Folgeveranstaltungen, die Sie auch noch mit Aspekten vertiefend befassen werden. Und ich denke, da können wir auch die Aspekte erörtern oder die Kollegen, die dann auf dem Podium sitzen werden, die wir heute Abend nicht ansprechen konnten, denn wir hatten in der Tat ja eine weitere Agenda. Vielleicht erlauben Sie mir das als Antwort, was die einzelnen Teilnehmer hier machen. Professor Deutschmann muss zurück nach Tübingen. Wir hätten das vielleicht den Oberbürgermeister fragen müssen, der jetzt schon bei der nächsten Veranstaltung ist. Wir hatten eine letzte Wortmeldung, möchte ich da noch zulassen. Haben Sie das jetzt so geregelt, dass Sie das letzte Wort, die letzte Frage haben? Das letzte Wort habe ich. Zwei Fragen noch. Also, dann aber bitte kurz und dann kommen wir zu einem Ende. Meine Frage an den Herrn Schmidt ist, ob er glaubt, dass die Geldmengengleichung von dem Reichsträger Fischer, die eben letzten Endes darauf beruht, dass die Geldmenge im dreimal Umlaufgeschwindigkeit gleich fort sein muss wie der Preis mal Bruttoinlandsprodukt, dann habe ich das Gleichgewicht, aber ich habe kein Gleichgewicht, wenn das Bruttoinlandsprodukt aller Länder 60 Billionen ist und die Geldmenge M3 über 3 oder 4 Trillionen
dann müssen Sie mir mal erklären, dass keine Preissteigerung kommen kann. Also das ist eine sehr fachliche Frage. Das ist leicht zu beantworten. Es ist leicht zu beantworten. Das ist leicht zu beantworten. Diese Gleichung macht keinen Sinn. Das, was an dieser Gleichung sinnvoll ist, ist, wenn man die Veränderungsraten betrachtet. Und wenn man die Veränderungsraten betrachtet, dann macht sie Sinn. Aber zur Prognose, etwa zur Prognose einer Inflation, muss man die Konstantheit der entsprechenden Faktoren betrachten. Und wenn Sie sich vorstellen, was in letzter Zeit alles passiert ist, wer dann noch glaubt, dass die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes konstant ist, der glaubt an den Weihnachtsmann. Das klären die meine Herren gleich mal unter sich und dann werden Sie da sicher eine Lösung finden. So, die allerletzte Frage gebührt jetzt Ihnen. Ich komme mal zu diesem Veranstaltungstitel zurück, der hier etwas unterrepräsentiert ist, die Demokratie im Würgegriff der Finanzmärkte. Tatsächlich, der Staat hat ja die Finanzmärkte erst groß gemacht durch die Regulierung der letzten 30 Jahre. Und mittlerweile wird der Staat von den Kapitalmärkten und den Finanzmärkten vor sich hergetrieben und erpresst. Wir sind eine systemrelevante Bank, rette uns. Und was machen die Staaten? Und erpressen sich gegenseitig. Etwa die Troika erpresst Griechenland. Ich frage mich, was hat das mit Demokratie zu tun? Ich behaupte mal, wir sind längst im postdemokratischen Zeitalter. Und eine konkrete Frage, damit Sie mal von der Märchenstunde wegkommen und etwas Kompetenz beweisen, beantworten Sie mir doch folgende Frage. Wodurch unterscheidet sich denn das Küchenkabinett einer schwäbischen Hausfrau von einem Staatshaushalt? Danke sehr. Also, zweimal ist jetzt nochmal die Frage gestellt worden, ist die Demokratie im Würgegriff der Finanzmärkte die Oberfragestellung der gesamten Veranstaltungsreihe? Vielleicht, Professor Schmidt, wie ist Ihre Einschätzung hinsichtlich des Verhältnisses Staat und Markt? Also ich war auch gespannt über das, was wir zu der Frage lernen würden, auch von Ihrem Vortrag. Hatte ich mir erwartet, so tolle Anregungen wie von dem eingangs zitierten Artikel, den ich übrigens am Lago Maggiore in einem Café sitzend gelesen habe, und ich konnte es gar nicht glauben, was man da alles tolle Sachen lesen kann. Die Vorstellung, Demokratie im Würgegriff der Finanzmärkte weckt natürlich wunderbare Vorstellungen. Dass es Sachzwänge gibt, dass es Sachzwänge im Gesundheitswesen gibt, im Verkehrswesen, in der Energiepolitik und so weiter, das bezweifelt nie jemand. Und diese Sachzwänge prägen natürlich auch, was in der Politik gemacht wird. Und trotzdem redet man dann eigentlich nicht von der Politik im Würgegriff der Autoschlangen oder sonst etwas. Wenn man davon redet, dann hat man eine Vorstellung, dass dieser Druck erstens nicht vertretbar, zu weitgehend oder sonst etwas ist. Wir empfinden alle, dass dieser Druck der Finanzmärkte auf die Politik enorm weit geht. Und ich habe auch oft das Gefühl, er geht zu weit. Aber ich wüsste natürlich gerne aus einer solchen Diskussion, was der Maßstab für dieses zu weit oder die Basis für ein Urteil ist, dass es zu weit geht. Vielleicht auch, weil ich gerne mein eigenes Vorurteil, die Politik ist im Würgegriff der Finanzmärkte, gerne ein bisschen besser substanzieren würde. Gut, also vielen Dank. Ja. Bitte, lassen Sie. Herr Platthaus, die Schlussfrage nochmal, die Oberfrage der gesamten Veranstaltungsreihe, die Demokratie im Würgegriff. Ich finde es nicht so dramatisch, wie der Titel es insinuiert, weil es hat einen Fall gegeben, wo eine große Souveränität seitens der Politik gezeigt wurde. Nur unglücklicherweise hat das die Sache dann extrem forciert. Und das war nämlich, als man Lehman Brothers pleite gehen ließ. Das war eine sehr mutige Entscheidung seitens der amerikanischen Regierung, da kein Geld reinzupumpen. Das hätten sie problemlos gekonnt. Es wäre billig gewesen, diese Bank zu retten. Und die haben in gewisser Weise ein Exempel statuiert, zumindest sehe ich so. Die haben vorher aber Millionen in ihr Versicherungssystem oder Milliarden in ihr Versicherungssystem reingepumpt. Die haben andere Banken geschützt und irgendwann haben sie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo die Entscheidung getroffen ist, die retten wir jetzt mal nicht. Und das ist ihnen um die Ohren geflogen. Und dementsprechend ist es sehr bedauerlich, dass eine sehr mutige Entscheidung in meinen Augen, nämlich wirklich mal den Märkten zu zeigen, Leute, da holen wir euch einfach nicht raus. Ihr habt es verzockt.
und jetzt lassen wir euch mal untergehen. Dass das unglücklicherweise dann so extreme Folgen gezeitigt hat, dass natürlich alle sofort wieder kalte Füße bekommen haben. Und ich glaube, der Würgegriff ist viel weniger ein konkreter durch Erpressung seitens der Banken oder ähnlichen Dingen, sondern einfach nackte panische Angst, bei der nächsten Wahl nicht wieder berücksichtigt zu werden und keine konsequenten Entscheidungen treffen zu wollen. Ich würde mir natürlich Politiker wünschen, die einfach sagen, wir haben die Legitimität einer demokratischen Wahl. Wir dürfen im Sinne dieses Staates entscheiden, was wir tun. Und wir tun einfach mal das, woran wir tatsächlich glauben. Und die ganzen Sonntagsreden dazu, was man jetzt alles ändern muss oder sowas, die nehme ich mittlerweile nicht mehr ernst, weil es tatsächlich nie zu wirklich konsequenten Handlungen in den letzten Jahren gekommen ist, bis auf die eine. Und die wiederum traut man sich heute nicht als exemplarisch zu vertreten, weil sie tatsächlich sehr unangenehme Folgen hat. Aber dieses Risiko müssen wir eingehen, wenn wir sagen, es ist tatsächlich die Demokratie, die über solche Dinge entscheiden soll und nicht der Markt. Und hier ist der Markt dann sehr schlecht gelaufen. Nur in der Tat hätte man vielleicht eher noch konsequent sein sollen und sagen, das hätten wir in Deutschland mal genauso bei der einen oder anderen Bank machen sollen. Mal gucken, was passiert. Also, vielen Dank. Ja, bei Lehman Brothers war auch wieder Wirtschaftskriminalität hinten dran. Also warum Lehman Brothers nicht gerettet wurde und andere Banken in Amerika schon, hat auch viel mit Lobbyismus zu tun. Da gibt es ganze Dokumentationen und Aufarbeitungen, Strafverfolgung. Ich möchte noch zwei Sachen sagen. Und zwar erstens zum Würgegriff. Wir sind dann, also die Demokratie ist dann im Würgegriff, wenn wir es zulassen. Also wenn die Macht bei uns liegt, dann haben wir auch die Macht, das Ganze irgendwie umzudrehen. Also die Finanzen zu entwaffnen und so. Es gibt so viele Möglichkeiten und Instrumente. Das ist durchaus machbar und vorstellbar, dass wir einfach dann als Demokratie sagen, nö, wir machen es anders, als ihr es wollt. Hier gibt es ein Geschäft, die Banken werden nicht komplett abhauen. Wir werden, notfalls werden wir eine neue Bank machen oder ähnliches. Es ist ja alles nur Menschen gemacht, also können wir es auch wieder verändern. Und das Zweite, was mir persönlich auch noch wichtig ist, mal zu erwähnen, während wir hier drüber reden, läuft uns die Zeit davon, weil wir ganz massive wirtschaftliche Interessen vertreten, die die Natur kaputt machen und uns eine Zukunft einfach verbauen. Also anstelle, dass wir massiv so diese sogenannte grüne Revolution und dergleichen voranbringen und endlich zu einer nachhaltigen Gesellschaft werden, können wir es uns nicht leisten. Aber ich sag mal was, in 20, 30 Jahren haben wir uns es nicht leisten können, unsere Weltmeere zu retten, unsere Luft sauber zu halten und unsere Ressourcen nicht auszubeuten, sodass wir da in 30, 40 Jahren dann diese Probleme haben. Und dafür jetzt kein Geld zu haben, was total schwachsinnig ist, weil Geld wird aus dem Nichts geschöpft, also Fiat Money und dergleichen, ist eine andere Debatte. Tatsache ist, Geld und Möglichkeiten wären da, wir setzen es aber nicht um und wir lenken uns mit so etwas Banalem wie Geld ab, anstelle was wirklich Nachhaltiges zu machen und unsere Umwelt, unseren Planeten zu schützen. Die Demokratie im Würgegriff der Märkte. Also ich, nur zwei Sätze. Also ich finde diese Formulierung, wenn man an die Verhältnisse in Spanien, was da im Moment passiert, Griechenland, Portugal, finde ich diese Formulierung nicht übertrieben. Also das ist... ist wirklich unvorstellbar, dass da im Augenblick den Leuten zugemutet wird. Und ja, wie kann man, also nur, man muss das, glaube ich, das muss man illusionslos sehen. Es gab immer schon immer die Abhängigkeit des Staates von den Märkten. Das ist im Prinzip überhaupt nichts Neues. Das war auch schon vor 20, 30 Jahren so, also als die Regierung Mitterrand in Frankreich etwa gemerkt hat, mit ihren sozialpolitischen Programmen führt. Die Reaktion der Märkte bedeutet Abwertung, bedeutet Kapitalflucht. Also die Demokratie ist immer schon diesen Druck ausgesetzt gewesen. Und das hat sich nur heute eben enorm verschärft und zugespitzt aufgrund der enorm extremen Verschuldung. Der Ausweg daran, so schwierig das auch ist und so floskelhaft das erstmal klingt, die kann nur in einer Europäisierung der Demokratie liegen. Wir müssen transnational, politisch und demokratisch handlungsfähig werden, auch wenn das jetzt ein sehr abstraktes Wort ist. Und das müsste in vielen kleinen Schritten müsste das realisiert werden. Aber nur in die Richtung kann es gehen und nicht etwa in einer Abschaffung des Euro oder wie manche Leute liebäugeln ja wieder mit der Einführung nationaler Währungen oder so. Das scheint mir überhaupt kein Ausweg zu sein. Also, Professor Deutschmann, vielen Dank auch für dieses Statement. Herr Buhn hat recht, die Zeit läuft uns davon. Wir haben über 2 Stunden jetzt hier diskutiert und Sie haben ganz angeregt zugehört, was fantastisch ist. Es muss dann doch ein bisschen gefesselt haben, was wir hier Ihnen vortragen konnten. Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt. Ich habe am Anfang gesagt, wir sprechen über alles und etwa das ist auch eingetreten.
Wir haben ein bisschen auch über Lösungen gesprochen, mehr Regulierung, mehr Europäisierung und der wiederholte Appell zu ethisch fundierterem Verhalten. Das ist das, was mehrfach gekommen ist. Ich will Ihnen ersparen, das noch weiter zusammenzufassen. Sie werden es auch in unserer Zeitung und wahrscheinlich auch in den vertretenen Konkurrenzblättern hier, die gibt es ja auch, lesen. Zum Schluss bleibt mir nur noch der Dank ans Podium, der Dank an Sie fürs Zuhören und der dezente Hinweis, der Kapitalismus hat seine Fairness, aber es gibt ja die große gesellschaftliche Alternative, wo einfach nur jeder nach seinen Bedürfnissen befriedigt wird. Und dies soll, wie die Goethe-Universität sonst knapp bei Kasse versprochen hat, jetzt gleich Wirklichkeit werden. Denn es gibt noch einen freien Imbiss und freie Getränke. Und ich hoffe, dass es tatsächlich jedem nach seinen Bedürfnissen reicht, obwohl es so viele sind. Sonst werden wir uns wieder mit Knappheiten befassen müssen, wie im Kapitalismus. Vielen Dank.